Ja, einen wunderschönen guten Abend. Muy buenos días an alle Teilnehmenden, a todos los participantes. Ich begrüße ganz herzlich, les doy la bienvenida zu dieser heutigen Veranstaltung, para este evento del día de hoy. Y al inicio quiere darles una introducción técnico para la gente que habla español. Abajo en la línea se ve un globo. En ese globo se puede elegir el idioma español porque este evento se ha sincronizado, ha traducido sincronizado en alemán y español. Por favor, elige su lengua y así podemos comenzar. Also ich habe jetzt eben eine kurze Anleitung gegeben für alle spanisch sprechenden Menschen. Die Veranstaltung heute wird synchronisiert, gedolmetscht in Deutsch und Spanisch und unter der Weltkugel unten an der Linie kann die Sprache ausgewählt werden. Das bitte ich jetzt zu tun, damit auch wirklich alle verstehen, was in der Folge gesagt wird. Also nochmal einen schönen guten Abend an alle Teilnehmenden. Die Gäste aus Zentralamerika, an die Mitarbeiterinnen der veranstaltenden Organisationen, das ist die CIR, die Christliche Initiative Romero, das Ökumenische Büro in München, die Heinrich-Böll-Stiftung, CAREA, das Forschung und Dokumentationszentrum Lateinamerika und PBI und Brot für die Welt. Dann begrüße ich auch alle weiteren Mitgliedsorganisationen des Runden Tisches Zentralamerika und vor allen Dingen auch die herausgebenden Organisationen der Broschüre Kriminalisierung von Menschenrechtsverteidigerinnen in Zentralamerika, um die es heute in den nächsten 2 Stunden geht. Es haben sich tatsächlich über 250 Menschen angemeldet, um an dieser Veranstaltung heute teilzunehmen. Das finde ich ein ganz tolles Zeichen und also unterstreicht auch die Bedeutung der Arbeit, die mit dieser Publikation gemacht wurde. Von den 250 Interessierten oder unter diesen Angemeldeten sind Mitglieder des Deutschen Bundestages, sind Mitarbeiterinnen verschiedenster Menschenrechtsorganisationen und Nichtregierungsorganisationen, sind Journalistinnen und auch ganz viele Einzelpersonen, und zwar hier aus Deutschland und auch aus den zentralamerikanischen Ländern, um die es unter anderem in dieser Broschüre auch geht. Eine kurze Vorstellung von mir. Ich werde durch die Veranstaltung heute Abend moderieren. Ich bin Erika Harzer, bin Journalistin und arbeite seit etwa 2000 zu Menschenrechtsthemen in der Region Mittelamerika, überwiegend den Ländern des nördlichen Dreiecks, also Honduras, El Salvador und Guatemala. Jetzt zuerst noch mal eine kurze technische Ansage für die Veranstaltung heute, weil eben so viele Teilnehmenden dabei sind, wird es keine Chat-Funktion geben, aber Fragen, die aufkommen, bitten wir euch, in die Q&A zu notieren. Und wenn wir am Schluss noch ganz viel Zeit haben, werden wir dann auch noch mal eine kurze moderierte Runde dieser gestellten Fragen machen können und durchführen können. Also wie schon erwähnt, in den nächsten 2 Stunden werden wir über diese Publikation Kriminalisierung von Menschenrechtsverteidigerinnen in Zentralamerika reden, warum die notwendig wurde. Und also vor allen Dingen geht es darum, die einem breiten Publikum vorzustellen und was auch ein sehr wichtiges Anliegen des heutigen Abends ist, eine gemeinsame mögliche zukünftige Handlungsstrategie zu diesem Thema auch anzudenken. Kriminalisierung von Menschenrechtsverteidigerinnen kennen wir hier in Europa ja auch, also vor allen Dingen oder beispielsweise ganz verstärkt durch die wiederholten Kriminalisierungsversuche von Menschenrechtsaktivistinnen die im Mittelmeer versuchen, dort Menschen zu retten, die dann dafür, dass sie Menschenleben gerettet haben, kriminalisiert werden. Das ist so, wo wir hier in unserer Region da auch ganz stark mit Kriminalisierung von Menschenrechtsaktivistinnen zu tun haben. In Zentralamerika bedeutet die Kriminalisierung von MenschenrechtsverteidigerInnen
eine ganz andere Zuspitzung oder beziehungsweise eine weitere Zuspitzung in der Unterdrückung ihrer legitimen Arbeit, in ihrer legitimen Menschenrechtsarbeit. Und da ist ganz stark oder ist ein ganz starker Schwerpunkt zu sehen im Kontext mit dem extraktivistischen Raubbau an natürlichen Ressourcen in den Auseinandersetzungen um Landtitel, bei der Landvertreibung, um Großprojekte, egal ob es touristische Großprojekte sind, ob es Raubbau oder Ressourcenausplünderung ist, ob es Wasserprojekte sind. Es geht immer wieder darum, die sich dagegen verwehren, also in ihrer Arbeit zu behindern und vor allen Dingen immer verstärkter in diese Arbeit zu kriminalisieren. Was die Lage in Zentralamerika in dieser Hinsicht auch verschärft, ist einfach, dass die Aktion gegen Menschenrechtsverteidigerinnen, gegen die Gruppen, gegen die Menschen, die sich dagegen verwehren, dass die Aktivitäten straffrei bleiben und ganz, dass die Täter nicht zur Rechenschaft gezogen werden und von daher es für sie auch nach wie vor kein großes Problem ist, sich der Menschenrechtsverteidigerinnen zu entledigen, wie auch immer. Und durch die zugespitzte Situation, also der Kriminalisierung von Menschenrechtsarbeit, bedeutet, dass die Arbeit noch schwerer umgesetzt werden kann, dass die Menschen, die davon betroffen sind, noch viel weniger geschützt werden können. Sie werden kriminalisiert, sie können dadurch nicht das Land verlassen. Es gibt also ganz, ganz viele Probleme, die in dieser Broschüre auch sehr ausführlich beschrieben worden sind. Die Mitgliedsorganisation des gegründeten Netzwerks Rundertisch Zentralamerika beschäftigen sich mit ihren Partnerorganisationen schon seit 2012 in den Ländern mit dieser verschärften Situation. Und ein Ergebnis davon haben sie sich entschieden, diese Publikation zu erarbeiten, die sehr dezidiert einzelne Fälle beschreibt. Die Herausgeberinnen dieser Publikation ist die christliche Initiative Romero, das Ökumenische Büro für Frieden und Gerechtigkeit in München, das Forschung- und Dokumentationszentrum Chile-Lateinamerika in Berlin, die International Peace Brigades und die Heinrich-Böll-Stiftung. Also Kriminalisierung von MenschenrechtsverteidigerInnen ist unser heutiges Thema und wir haben dazu Repräsentantinnen aus Guatemala, aus Honduras eingeladen und aus El Salvador. Aber zuallererst wird nun Julia Felin als Koordinatorin des Rundentisches Zentralamerika kurz die Inhalte der Broschüre vorstellen. Julia, bitte das Wort an dich. Ja, danke, Erika. Ich freue mich sehr, heute diese Publikation auch endlich vorstellen zu können. Sie ist das Ergebnis eines sehr intensiven, einjährigen Austausch- und Rechercheprozesses, an dem sich, wie du schon erwähnt hast, sich verschiedene Organisationen beteiligt haben. Und die Idee dazu ist eigentlich aus, genau wie du auch eben schon erzählt hast, aus der Arbeit, aus unserer Arbeit heraus entstanden. Immer wieder und immer häufiger sehen sich unsere Mitgliedsorganisationen mit konkreten Fällen von kriminalisierten Menschenrechtsverteidigern in der Region konfrontiert. Und dabei beobachten wir sehr klar, dass die Kriminalisierung wirklich als Mittel genutzt wird gegen die Arbeit der Menschenrechtsverteidigerinnen. Also quasi die Kriminalisierung findet statt aufgrund ihrer Arbeit. Und weil es bisher so auf deutscher Sprache sehr wenige Publikationen oder Studien zu diesem Phänomen gibt, hat uns entschieden, diese Studie zu erstellen. Und genau, dabei ist dieses 60-seitige Dossier rausgekommen, Kernstück, oder es sind 9 sehr ausführliche Fallbeschreibungen, die aber wirklich nur repräsentativ für Hunderte, wenn nicht Tausende kriminalisierte Menschenrechtsverteidiger entstehen.
Und wir haben in einer Auswahl von diesen neuen Fallbeschreibungen versucht, möglichst unterschiedliche Facetten aufzuzeigen und aber auch unterschiedliche betroffene Gruppen zu berücksichtigen. Und mein besonderer Gedanke natürlich an diejenigen MenschenrechtsverteidigerInnen, die sich bereit erklärt haben, ihre Fälle in dieser Publikation zu veröffentlichen, und freue mich auch sehr, dass wir heute mit zwei von ihnen auch persönlich hier sprechen werden. Und weil wir aber nicht nur dieses Phänomen aufzeigen wollten, sondern auch an konkreten Handlungsmöglichkeiten oder Lösungen arbeiten wollen, haben wir dann abschließend im letzten Teil eine Reihe von sehr ausführlichen Empfehlungen erarbeitet, die wir auch später noch, auf die wir eingehen werden. Und vielleicht noch abschließend, und dann übergebe ich wieder an dich, Erika, wollte ich eben auch nochmal darauf hinweisen, wir konzentrieren uns in dieser Publikation nur auf eine Region, genau auf vier Länder, aber eigentlich stehen sowohl Inhalte als auch die Empfehlungen exemplarisch für ein weltweites Phänomen, das es eigentlich sich genauer anzuschauen gilt und auch dagegen aktiv zu werden. Genau. Dann übergebe ich wieder an dich, Erika. Ja, vielen Dank, Julia. Ich sage jetzt noch mal ganz kurz, wie wir den Abend heute Abend gestalten wollen. Also zuerst hören wir Frau Dr. Kofler, die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung. Sie hatte eigentlich zugesagt gehabt, heute hier bei der Zoom-Sitzung dabei zu sein, musste dann kurzfristig aber wieder absagen, weil sie jetzt im Bundestag zu einer Abstimmung präsent sein muss. Sie war aber so nett und hat vorab ihre Rede aufgezeichnet, und die können wir dann gleich einspielen. Im Anschluss an diesen Redebeitrag von Frau Dr. Kofler wird uns Anabella Cibrian aus Guatemala einen kurzen Überblick zu der Situation in Zentralamerika zu dem Thema geben. Und danach werden wir exemplarisch, also in die ganz konkreten Beispiele von Menschenrechtsverletzung und die Kriminalisierung von Menschenrechtsaktivistinnen mit Edwin Espinal aus Honduras und Sonia Sanchez aus El Salvador sprechen. Und dann im Anschluss wird uns Eddie Tabora, der Menschenrechtsanwalt aus Honduras, an einem anderen Beispiel nochmal sehr deutlich aufzeigen können, um was es eigentlich geht mit dieser Kriminalisierung von Menschenrechtsaktivistinnen. Danach werden wir noch eine ganz kurze Fragerunde mit den Gästen machen, und im Anschluss wird eine der Herausgeberinnen der Publikation eine kurze Zusammenfassung über die Empfehlungen, die Handlungsstrategien, die in dieser Broschüre auch mit oder in dieser Studie auch mit ausgearbeitet worden sind, uns vorstellen. Und wenn wir dann noch Zeit haben, dann können wir noch die von Ihnen, von euch gestellten Fragen im Q&A noch behandeln, also zumindest noch einen Teil davon. Gut, soweit zum Ablauf. Dann bitte ich jetzt doch, ach nein, noch einen Hinweis. Also ich möchte auch schon gleich am Anfang erwähnen, dass uns die Gruppe der Akzent-Dolmetscher heute hier unterstützt mit der Sprachmittlung. Und das ist super. Euch schon mal im Voraus vielen Dank, falls ich das hinterher vergesse. Gut, dann bitte ich jetzt um die Begrüßungsworte von Frau Dr. Bärbel-Kofler. Danke für die Einladung. Sicherheit und Schutz von Menschenrechtsverteidigerinnen und Verteidigern liegen mir sowohl als Teil meines Auftrags als Menschenrechtsbeauftragte als auch ganz persönlich sehr am Herzen. Einer großen Bedeutung kommt vor diesem Hintergrund Ihre Publikation zu, die den weltweiten Anstieg von Bedrohungen und Angriffen und auch die Kriminalisierung gegen Menschenrechtsverteidigerinnen und Verteidiger thematisiert. Zentralamerika ist dabei als Region gut gewählt. Gerade hier werden viele Menschenrechtsverteidigerinnen und Verteidiger bedroht und insbesondere das Thema der Kriminalisierung von Menschenrechtsverteidigerinnen und Verteidigern ist dort in den letzten Jahren stark gestiegen. Kriminalisierung ist eine besonders bösartige Art der Verfolgung von Menschenrechtsverteidigerinnen und Verteidigern, weil bei dieser Form des Angriffs das Recht, das die Menschen ja eigentlich schützen soll, gegen sie verwendet wird. Damit bekommen unrechtmäßige Angriffe den Anschein von Legitimität. Insofern fasst der Titel dieser Veranstaltung das gut zusammen.
Aus Recht wird Unrecht. Ich würde hinzufügen, aus Unrecht wird Recht konstruiert. Das betrifft einzelne Menschenrechtsverteidigerinnen und Verteidiger, aber auch Organisationen. So werden in vielen Ländern, auch Zentralamerikas, Gesetze erlassen, die es Organisationen schwerer machen, schwieriger für sie sind, mit dem Ausland zusammenzuarbeiten, geschweige denn Geld zu erhalten. Auch unsere Projektarbeit wird dadurch komplizierter. Es zeigt aber auch, wie Kriminalisierung genutzt wird, um Einfluss von außen zurückzudrehen. Das kennen wir aus anderen autoritär regierten Ländern schon länger. Ihr Bericht hat viele Verdienste. Die Publikation leistet zur Diskussion um dieses Unrecht einen entscheidenden Beitrag in vielen Bereichen. Sie liefern uns eine sorgfältige Definition des Begriffes Kriminalisierung, der auch das weitere Umfeld berücksichtigt. Sie analysieren die politischen, wirtschaftlichen und sozialen Gegebenheiten, unter denen Kriminalisierungen zustande kommen und Erfolg haben. Sie stellen eindrucksvoll die Auswirkungen von Kriminalisierung auf die Betroffenen dar. Dies gibt uns in der Politik auch eine klare Linie, die uns zeigt, wo wir mit unserer Menschenrechtspolitik ansetzen müssen, um Menschenrechtsverteidigerinnen und Verteidiger zu schützen und zu unterstützen. Es geht eben nicht nur um Gesetze, das ganze soziale Umfeld ist von diesem Anschein von Legitimität betroffen. Das hat somit auch eine große abschreckende Wirkung. Beispiele sind dabei von besonderer Bedeutung. All diese Punkte werden durch die nun 9 sehr berührenden individuellen Zeugnisse von Menschenrechtsverteidigerinnen und Verteidigern aus Guatemala, Honduras, Nicaragua und El Salvador nachvollziehbar gemacht und wecken auch die persönliche Betroffenheit. Vom Kampf gegen Korruption bis hin zu Landrechten für Indigene ist die Bandbreite an Einsatz für Menschenrechte tief und beeindruckend. Diese Namen und Orte müssen genannt werden, denn sie stehen stellvertretend für die vielen Namen und Orte, an denen sich Menschen für ihre Umwelt, ihr Land, Rechtsstaatlichkeit, einen kritischen Journalismus oder die Rechte von Minderheiten einsetzen und dafür kriminalisiert werden. Was können nun wir tun? Wir versuchen, Menschenrechtsverteidiger zu unterstützen, wo wir können. Das wird leider aktuell nicht einfacher. Wir haben seit diesem Jahr eine Schutzinitiative für Menschenrechtsverteidiger, die Elisabeth-Selbert-Initiative. Dabei können Menschenrechtsverteidiger einen mehrmonatigen Schutzaufenthalt in Deutschland bei einer Gastorganisation erhalten. Wir planen auch, dass solche Schutzaufenthalte auch in der Region gemacht werden können. Ich glaube, das ist gerade für spanischsprachige Länder relevant. Auch planen wir, vor Ort Hilfen zu leisten. Aber auch hier zeigt sich das Problem mit Kriminalisierung. Weil Menschenrechtsverteidiger oft auch mit Reisesperrung belegt werden oder ihre Pässe beschlagnahmt werden, ist eine Ausreise oft unmöglich. Daher suchen wir auch hier noch nach Alternativen. Wir nehmen das Thema auch in multilateralen Foren auf. Im Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen, der gerade diese Woche in Genf zu Ende ging, haben wir zum Beispiel in einem Statement zu Honduras das Thema Kriminalisierung deutlich kritisiert. Wir versuchen auch durch Projektarbeit dazu beizutragen, dass Kriminalisierungen zu reduzieren. Zum Beispiel mit dem Rechtsstaatsförderprojekt des Auswärtigen Amtes im nördlichen Dreieck. Hier spielt die Unabhängigkeit der Justiz und eine stärkere Zusammenarbeit zwischen Staat und Zivilgesellschaft eine entscheidende zentrale Rolle. Ich werde bei jeder möglichen Gelegenheit darauf hinwirken, dass die am Ende des Berichts gegebenen Empfehlungen auch gegenüber den Regierungen der betroffenen Länder sowie gegenüber den dort tätigen deutschen Unternehmen angemahnt werden. Wir können hier in Deutschland aber auch gesetzlich etwas tun. Zum Beispiel das Lieferkettengesetz, das gerade vom Kabinett beschlossen wurde, im Parlament zügig umsetzen. Damit wollen wir sicherstellen, dass international agierende Unternehmen Menschenrechte entlang ihrer gesamten Lieferkette garantieren. Das wird sich auch auf die Situation von Menschenrechtsverteidigern in Zentralamerika auswirken, besonders für diejenigen, die sich für bessere Arbeitsbedingungen einsetzen. Zum Schluss bleibt mir nur noch einmal der Dank an die Menschenrechtsverteidigerinnen und Verteidiger aus den 9 geschilderten Fällen, dass sie ihre sehr persönlichen Erfahrungen mit der Öffentlichkeit und auch mit uns geteilt haben. Das kann nicht leicht gewesen sein und erfordert besonderen Mut. Danke auch an die Mitgliedsorganisationen des Runden Tisches Zentralamerika für die sorgfältige und detaillierte Recherche und Dokumentation. Ihre wichtige Arbeit, um das Phänomen der Kriminalisierung und die Leiden der Betroffenen an die Öffentlichkeit zu bringen, sind von besonderer Bedeutung.
hoffentlich ein erster Schritt zur Überwindung dieser Art von Verfolgung der Konferenz einen guten Verlauf. Ja, ich kann jetzt nur auf diese Art und Weise vielen Dank an Frau Dr. Kofler sagen. Sie wird es jetzt leider nicht hören können, weil sie eben, wie vorhin schon erwähnt, im Bundestag jetzt sitzt. Aber Ihre Worte haben ja auch schon nochmal deutlich gemacht, wie wichtig die Arbeit war, die Arbeit an der Publikation. Und vor allen Dingen auch nochmal stark betont, in welcher differenzierter und umfangreicher Arbeit die Herausgeberinnen vorgegangen sind, um das, ja, das zusammenzufassen, was in diesen drei Ländern passiert, beispielhaft an einzelnen Fällen. Und ich kann nur allen, ich habe jetzt gerade eben gesehen, es sind jetzt mittlerweile 191 Teilnehmende, wirklich nur allen raten, da mal einen Blick reinzuwerfen. Die Broschüre, die Publikation ist ja down, also einsichtbar bei den, die, den, auf den Webseiten der Herausgeberinnen. Ich möchte jetzt gerne mit Anabel Cibrian aus Guatemala ins Gespräch kommen, beziehungsweise Anabella bitten, uns jetzt einen ersten Überblick zu geben. Anabella Cibrian ist die Leiterin von Protección Internacional en Mesoamérica und gleichzeitig die Beraterin der internationalen Plattform gegen Straflosigkeit in Guatemala, Honduras und El Salvador. Erstmal herzlich willkommen, Anabella. Schön, dass du heute da mit uns dabei sein wirst und uns jetzt gleich mal ein kleines Panorama aufzeigst. Welches Ziel diese Kriminalisierung von Menschenrechtsverteidigerinnen, MenschenrechtsaktivistInnen in Zentralamerika verfolgt und welche Akteure dahinter stecken und vor allen Dingen, also was sind die Straftaten, denen die MenschenrechtsaktivistInnen beschuldigt werden? Und wie können die Auswirkungen davon, also vor allen Dingen auch, wenn wir den Fokus auf die Frauen legen, zusammengefasst werden? Es wäre schön, wenn du uns da diesen allgemeinen Blick so gibst und vielleicht dann auch noch an dem konkreten Fall der Kriminalisierung, an einem konkreten Fall des Aufzeigen. Ja, bitte, Anabella, ich bitte dich jetzt ums Wort. Ja, vielen Dank, Erika. Ich habe eine PowerPoint-Präsentation vorbereitet. Ich hoffe, ich versuche es zusammenzufassen. Das Thema, was uns hier beschäftigt, ist ja ein sehr breites Thema. Es wird eine Herausforderung sein, aber ich werde es versuchen, mich darauf zu konzentrieren. Auf den Kontext der Kriminalisierung, wer steckt dahinter, was für Profile stecken dahinter, was ist die Zielsetzung, was sind die Effekte. Das, was du mich gefragt hast, Erika, über die meisten Delikte, die vorgeworfen werden. Und was kann Alemannia in diesem Zusammenhang, Deutschland in diesem Zusammenhang beitragen? Wenn wir die Gesellschaft als einen Baum uns vorstellen, da gibt es Teile, die sichtbar sind, andere nicht. Und was in zentralamerikanischen Staaten vorherrscht, ist, dass auf einem bestimmten Teil dieser unsichtbaren Macht eben Daten gefunden werden können, wie das Landeigentum zum Beispiel konzentriert ist und überhaupt der allgemeine Wohlstand eben in einer Minderheit liegt. Die haben sehr große wirtschaftliche Kraft, außerdem besetzen sie meistens auch die politische Macht, die wiederum die staatlichen Institutionen beherrschen. Und die Möglichkeit, also hier die politische Macht aus ökonomischer Sicht zu besetzen, ist ein Phänomen, das es in dieser Region schon seit vielen Jahrzehnten gibt, also seit mehr als 100 Jahren, ab Ende des 19. Jahrhunderts.
eigentlich schon. Und das sind praktisch einhergegangen mit Plünderung, mit de facto Landenteignung und so weiter. Und wir sprechen also über die Institution, über eine Institutionalität, die, obwohl es große Anstrengungen der Zivilgesellschaft gibt, eben immer von bestimmten Gruppen besetzt werden. Es sind dadurch, die Gesellschaft werden dadurch zur Passivität verdammt. Das sind zum Teil ja auch die indigenen Völker, Kollektive, die die Menschenrechte verteidigen und eben die Rolle der bisherigen Institutionen so in Frage stellen. Die Institutionalität ist bislang nach wie vor zu schwach, dass die Staaten tatsächlich die Umsetzung und Durchsetzung der Menschenrechte garantieren könnten. In den Ästen dieses Bäumes, da dieses Baumes dann, da finden wir eine Reihe von Ideen und Elementen, die sich kulturell auch wiederholen, die Ausdruck finden in Rassismus, in Diskriminierung, Diskriminierung aus ethnischen Gründen, aber auch wirtschaftliche Diskriminierung, die gerechtfertigen soll, dass eine wenige eben Vorteile genießen, die die Mehrheit nicht genießen kann. Hier wird also versucht, sich anders zu positionieren, gerade auch mit dem Fortgang jetzt der besseren Verbindungen durch soziale Netze im Internet. Hier wird also die Präsenz der Verteidiger der Menschenrechte eben deutlicher und die Stimmen lauter. Erika hat mich ja auch gebeten, über die Auswirkungen zu sprechen auf Frauen. Im Moment kann ich sagen, herrschen Diskurse vor, die eben weiterhin die patriarchalische Sichtweise vertreten. Was wir insgesamt in Zentralamerika sehen, in Mittelamerika sehen, die sind Elemente, das sind nicht die einzigen, aber zwischen 20 und 2021 zum Beispiel gab es eine Reihe von Ausnahmezuständen in manchen Ländern, wo Grundrechte eingeschränkt worden sind und eben auch die Ausübung der Aktivitäten der Menschenrechtsverteidiger. Außerdem haben weiterhin Probleme angehalten, wie Straffreiheit und Korruption der wirtschaftlichen und politischen Eliten, auf die ich am Anfang hingewiesen habe. Und gerade im Fall Guatemala möchte ich die Aufmerksamkeit auf ein Projekt richten, das wir in den letzten Monaten jetzt erlebt haben, gerade vor den Wahlen. Es soll hier das oberste Gericht neu besetzt werden. Das hat große Auswirkungen auf den Fortgang der Zivilgesellschaft und eben auch auf die wirtschaftliche und ökonomische, auf die wirtschaftliche und politische Ausbeutung. Ich wollte im Hintergrund eben dieser PowerPoint kurz zeigen, wir Menschenrechtsverteidiger weisen immer wieder darauf hin, dass es eben Daten gibt. Die stammen von internationalen Menschenrechtsorganisationen, von Transparency International zum Beispiel. Die hat ihrem letzten Bericht über 2020 unterstrichen, welche Regierungen in der Region Korruption erleichtern. Und dann Platz 25 hier zum Beispiel ist hier Guatemala weiter auf der Leiter zurückgegangen um 8 Punkte und Nicaragua Platz 22 auf 7 Punkte zurückgekommen. Auch hieran können wir sehen, dass in der mittelamerikanischen Region insgesamt es sehr wenig Transparenz gibt in diesem Zusammenhang und Bedingungen, die die Korruption eben weiter erleichtern. Hier, na, das ist sehr klein, aber das bezieht sich hier mehr auf Untersuchungen zur Umweltgerechtigkeit über
Fälle von Umweltrisiken, die in der Gegend aufgetreten sind. Das heißt, es sind Länder, wo es schon Umweltprobleme gibt. Hier, das habe ich ausgewählt, weil es zeigt, von der MUVO aus Holland angefertigt, das ist eine Unternehmergruppe, die Investitionsrisiken für Länder in der Welt errechnen. Und hier kann man sehen, wir sind Ländern wie in Guatemala, wo, aber die Situation ist in anderen zentralamerikanischen Ländern auch nicht viel anders, sind die Risiken eben sehr hoch eingeschätzt hinsichtlich Ethik, Menschenrechte, Arbeitsrecht, unternehmerisches Verhalten und eben auch im Bezug auf die Umwelt. Ein konkretes Beispiel jetzt, wenn wir über die Region Mittelamerika sprechen, hat natürlich jedes Land seine Besonderheiten. Es gibt aber auch Gemeinsamkeiten für alle. Aber um jetzt konkret hier mal auf was einzugehen, in Guatemala zum Beispiel, da möchte ich Ihnen zeigen, dass Guatemala angesichts von hohen Bevölkerungsanteilen, die auch ausgeschlossen sind von weiten Teilen des öffentlichen Lebens, gibt es entsprechend eine extreme Armut, die in den letzten 5 Jahren sehr stark gestiegen ist. Frauen leben noch in unter schlimmeren Armutsbedingungen als Männer. Und es gibt außerdem eine wirkliche Schwäche des Staates, das, was ich hier anhand des Baums versucht habe darzustellen. Dann ein anderes Element kommt noch hinzu, das ist die Straflosigkeit. Die Gruppen, die die Macht kontrollieren, schaffen es für sich, Straflosigkeit durchzusetzen, um ihre Privilegien weiterhin aufrechtzuerhalten und die zu bestrafen, die sich ihren Interessen widersetzen. Hier auf dieser Grafik versuche ich zu zeigen, dass die Risiken, denen die Menschenrechtsverteidiger in Mittelamerika ausgesetzt sind, nicht nur Kriminalisierung sind, auch wenn die Publikation, über die wir heute sprechen, sich darauf konzentriert. Aber es gibt auch andere Probleme, Einschränkungen der Redefreiheit, der Publikationsfreiheit. Das betrifft einzelne Journalisten, aber auch Kollektive, die frei ihre Ansichten vertreten. Dann die Zerstörung des sozialen Gewebes innerhalb der Gesellschaft, die Militarisierung, die verstärkte Überwachung in bestimmten Regionen der Länder und natürlich Angriffe, Einschüchterungen der Menschenrechtsvertreter und die systematische Kriminalisierung, wie wir schon festgestellt haben. Wie Sie sehen können, dieses Unternehmen bietet bestimmten Ländern Dienstleistungen an, um ihre Bevölkerung auszuspionieren. Und ich versuche zusammenzufassen in Bezug auf die Kriminalisierung, wie die Lage ist. Definieren kann man das als Verwendung von juristischen, strategischen und politisch-juristischen Techniken und Mechanismen, um hier Menschen, die Menschenrechte verteidigen, einzuschüchtern. Geht eben darum, die Menschen tatsächlich anzugreifen, die Menschen, die Kollektive, auch die Menschenrechte verteidigen, in der Absicht, eben erstmal einen Präzedenz zu schaffen. Die Kriminalisierung hängt sehr mit der Stigmatisierung zusammen. Die Menschen werden stigmatisiert, die Menschenrechte verteidigen. Dieses Bild ist von Udefegua. Das zeigt die Situation in Guatemala. Die Daten sind bis Mitte des Jahres berechnet und sie zeigen, dass mehr als 481 Kriminalisierungsvorfälle geschehen sind. 17
Morde von Menschenrechtsverteidigern und 22 versuchte Morde von Menschenrechtsverteidigern. Ich möchte auch erwähnen, dass es eben natürlich in all den Regionen auch Verletzungen der Rechte der indigenen Völker gibt, die auch versuchen, ihre Rechte durchzusetzen und entsprechend kriminalisiert werden. Was sind die Faktoren, die dem noch in die Hand spielen? In Guatemala beziehe ich mich hier auf eine Untersuchung von UDFEGUA aus diesem Land. Die Zerlegung der Institutionalität, die wir schon besprochen haben, ist hier ein wichtiger Faktor. Und in Guatemala ist die Situation so, dass es sehr weit fortgeschritten ist. Die staatlichen Institutionen, die die Menschenrechte garantieren sollten, sind fast zerlegt worden. Es sind neue Institutionen gegründet worden, deren Funktionen nicht klar definiert sind. Darüber hinaus gibt es eine Kriminalisierungskampagne, die sich nicht nur auf Leute bezieht, die versuchen, Menschen bezieht, die ihre Rechte und auch ihre Landrechte zu verteidigen, sondern auch auf Staatsanwälte, Richter in der Justizverwaltung, die in dem Bereich positiv handeln. Und zum Ende möchte ich sagen, was kann Deutschland nun beitragen als Teil der internationalen Gemeinschaft? Was können die Menschen beitragen, die heute hier teilnehmen und uns zuhören, was können die von ihren Regierungen fordern? Frau Kofler, die wir schon gehört haben, hat ja den Bezug hergestellt, dass es eben das öffentliche Einsetzen für die Menschenrechtsverteidiger geben muss und auch das Recht einzuklagen, dass öffentlich die politische Meinungsbildung vertreten werden können muss. Die Personen zu identifizieren, die hier wichtig sind, die geschützt werden müssen, Kontakt aufzubauen und zu behalten mit den entsprechenden Unterstützungsorganisationen, mit Botschaften etc. Sie sind gute Informationsquellen. Wir haben ja gerade in Guatemala eine gute Information gehabt. Wir hatten eine Sitzung vor ein paar Tagen mit der deutschen Botschaft in Guatemala und in dieser Veranstaltung waren Menschenrechtsvertreter eingeladen und hatten die Gelegenheit, direkt ihre Sorgen dem deutschen Botschafter vorzutragen. Aber es müssen auch Erfahrungen überhaupt vorgestellt werden, veröffentlicht werden, in anderen Zusammenhängen Allianzen gebildet werden und damit hier breitere Unterstützung auch von anderen Staaten zu schaffen. Als Teil der internationalen Gemeinschaft eben. In einigen Ländern gibt es Reaktionen in die Richtung, dass sie sich nicht in ihre Angelegenheiten einmischen sollten, aber die Internationalität der Menschenrechte gibt ihnen die Grundlage und auch das Recht, hier die Achtung der Menschenrechte zu verlangen und einzufordern und die Kriminalisierung der Menschenrechtsverteidiger zu hinterfragen. Es ist natürlich sehr wichtig, die Rolle ist natürlich sehr wichtig, die diese Personen spielen. Hier muss auf die Unternehmen auch Einfluss genommen werden. Vielen Dank, das war jetzt in der Kürze, für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich habe hier die Abgeordneten richtig angesprochen. Ich freue mich, dass so viele auch dabei sind und freue mich. Vielen Dank, dass ich hier die Gelegenheit hatte. Eine unglaubliche Zusammenfassung, unglaubliche Darstellung der Situation in Zentralamerika. Und du hättest eigentlich eine halbe Stunde gebraucht, um da etwas mehr ins Detail auch nochmal gehen zu können. Aber ich denke, dass das, was du jetzt alles angerissen hast, also zumindest schon mal ein Wegweiser ist, für uns alle Zuhörenden, also um was es geht und wo auch wir aktiv werden können und wo wir was machen können. Und ich denke jetzt nochmal durch die weiteren, etwas konkreteren Beispiele, kommen wir auch insgesamt der Sache etwas näher. Also nochmals vielen Dank, Annabella, und auch nochmal danke an die Übersetzung. Das war, glaube ich, gerade auch eine große Herausforderung.
Ich möchte jetzt mit Edwin Espinal reden. Edwin kommt aus Honduras und ist ein sozialer und politischer Aktivist schon seit längerer Zeit. Er hatte sich, also er engagiert sich auf der einen Seite mit marginalisierten, in marginalisierten Stadtvierteln mit Jugendlichen. Das ist so seine soziale, sein soziales Engagement, und er ist an allen etwas größeren politischen Aktivitäten auch schon seit längerer Zeit beteiligt. 2009 nach dem Putsch in Honduras ist seine damalige Freundin, die Wendy Avila, beim Tränengaseinsatz durch die Polizei ums Leben gekommen. Edwin ist seither, seit dieser Zeit, also auch mehrfach schon verhaftet worden und dabei also auch geschlagen worden, gefoltert worden. Polizisten, die ihn 2010 gefoltert haben, sind straffrei geblieben, also das Thema, was wir ja schon hatten. Ich würde gerne von dir, Edwin, mit dir über deine letzte, die aktuelle Kriminalisierungsgeschichte reden. Du warst 2017, als die Präsidentschaftswahlen stattgefunden haben, vielleicht dazu noch mal ganz kurz. Also bei diesen Wahlen ist der aktuelle Präsident Juan Orlando Hernández erneut zur Wahl angetreten, eine verfassungswidrige Geschichte. Er ist dann nach offensichtlichem Wahlbetrug, also die OAS, die Organisation Amerikanischer Staaten, hatte ja schon Wahlwiederholung gefordert, ist er aber dann doch zum Präsidenten erklärt worden. Über Wochen, also mehrere Wochen, gab es ständig Demonstrationen im Land. Und erst nachdem Donald Trump dann Juan Orlando offiziell anerkannt hat als gewählten Präsidenten, hat sich das erstmal, also wieder, ließ der Druck, der internationale Druck nach. Edwin, du bist da festgenommen worden bei diesen Protesten. Was ist dir konkret vorgeworfen worden und was ist passiert nach der Festnahme mit dir? Also erstmal ganz herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Al foro y compartir. Ja, ein herzliches Dankeschön, dass ich hier sein darf. Grüße an das Forum und natürlich viele Grüße aus Honduras, wie Sie es schon kurz umrissen haben. Ist der derzeitige Präsident in Honduras, Juan Orlando Hernández, illegal an der Macht. Damit hat er gegen die Verfassung verstoßen. Er wurde wiedergewählt. Dies gründete einzig und allein auf einem Wahlbetrug. Und daraufhin gab es natürlich massive Protestwellen im gesamten Land in Honduras. Quasi in jedem Ort im Land gab es Demonstrationen, gab es Leute, die auf die Straße gegangen sind, die sich gegen diesen offensichtlichen Wahlbetrug gestellt haben. Durch diesen illegalen Präsidenten wurden also sehr viele Verstöße begangen, Verstöße gegen die Verfassung. Und das hat natürlich große Protestwellen ausgelöst. Wir sind tatsächlich die junge Generation und zeigen unseren Unmut über diese Situation in unserem Land. Wir wollten unsere Ablehnung da eben auch zum Ausdruck bringen gegen diese kriminellen Aktivitäten, so wie wir sie sehen, die Organisation, der Juan Orlando angehört. Das ist die Nationalpartei in Honduras. Und bei einem Gerichtsverfahren in New York wurde diese Partei als kriminelle Organisation ausgewiesen, die dem Drogenhandel zugeordnet werden kann. Und in diesem Gericht in den USA wurde da eine erhebliche Beweislast vorgelegt und Juan Orlando wurde sogar des Drogenhandels angeklagt, zusammen mit anderen Mitstreitern aus seiner Partei, dass dort Drogenschmuggel und Drogenhandel ausgeführt wird.
zu meiner Person kann ich sagen, dass wir in Gemeinschaften organisiert haben in der Stadt Tegucigalpa, Kolonien und verschiedene Vereinigungen. Und deswegen haben wir natürlich mit großen Problemen zu kämpfen gehabt. Wir wurden unterdrückt von den Regierungsvertretern. Unser Schutz stand auf dem Spiel, aber diese Regierungsvertreter sind entsprechend ausgebildet, um uns in diesem Fall zu verfolgen. All jene Menschen, die den Mut haben, sich gegen das Regime aufzulehnen, gegen das diktatorische Regime. Und auf der Grundlage dessen wurde mein Haus durchsucht. Es gab eine Razzia im Jahr 2013. Diese Razzia wurde durchgeführt von einer Polizei, die speziell für diesen Grund abgestellt wurde von Juan Orlando Hernández, um die Opposition ruhig zu stellen. Es gab also diese Razzia, dann wurde ich in meiner Gemeinde entführt. Man sagte mir, ich würde diese Gemeinde organisieren. Das Problem war, dass die Regierung alle Grünflächen privatisiert hatte, alle Parkanlagen, die Fußballplätze, die wir ganz besonders in unseren Vierteln und Wohnvierteln als grundlegend betrachten, damit die Jugendlichen eine entsprechende Entwicklung haben, damit sie Plätze und Freizeitmöglichkeiten haben. Was diese Regierung getan hat, ist, diese Bezirke zu modernisieren. Da wurde eine Mauer hochgezogen, es wurden große Gebäude gebaut und das hat zur Folge, dass die Jugendlichen jetzt dafür bezahlen müssen, auf diese Fußballplätze gehen zu dürfen und dort Fußball spielen zu können und eigentlich einen Platz nutzen, der für den öffentlichen Nutzen gedacht ist. Und diese Viertel wurden schon seit sehr langer Zeit von der Regierung benachteiligt. Da gibt es ein großes Bandenaufkommen. Die Maras sind dort recht aktiv. Auch der Drogenhandel grassiert in diesen Gegenden. Dank natürlich auch der Geschäfte von Juan Orlando. Man hat dafür gesorgt, dass die Straßen Tegucigalpas und nicht nur Tegucigalpa, sondern das betrifft letztlich alle Städte in Honduras. Dort haben die Menschen die Möglichkeit, auf der Straße Drogen zu kaufen. Quasi überall an jeder Ecke sind Drogen frei verfügbar. Das ist unglaublich. Das ist vor 10 Jahren noch nicht der Fall gewesen. Und in den letzten Jahren hat die Regierung und Juan Orlando diese Situation noch beflügelt. Wir sehen jetzt die junge Generation, die jungen Leute, alle haben Zugang zu Drogen wie Kokain, wie Heroin, Amphetamine, Drogen, die es in unserem Land vorher einfach überhaupt nicht gab. Es gibt jetzt sogar Drogenlabore, sodass Drogen auch im Land selbst hergestellt werden. Es hat sich in den letzten 10 Jahren extrem schnell entwickelt, in dieser Zeit, in der Juan Orlando als Präsident unserem Land vorstand. Wir haben uns also gegen diese Entwicklung gestellt. Wir haben uns gegen seine Politik ausgesprochen, gegen die Kriminalisierung der Protestbewegung. Und auf Grundlage dessen wurden wir natürlich in vielerlei Hinsicht unterdrückt. Ich sagte bereits, dass die honduranische Regierung alle Grünflächen privatisiert hat, öffentliche Plätze. Wir haben uns zusammengeschlossen, um das zu verhindern und uns dagegen zu stellen. Und in einer dieser Proteste wurde ich festgenommen. Ich wurde misshandelt. 5 Polizeikräfte haben dort maßgeblich daran teilgenommen. Wir haben diese auch angeklagt, dass eben das Recht erfolgen solle. Aber diese Polizisten wurden wieder freigelassen. Und alle Polizeikräfte und Sicherheitskräfte arbeiten nach wie vor nach eigenem Ermessen. Sie verfolgen Jugendliche, kriminalisieren sie.
Sie werden aus ihren Häusern entführt und sie werden sogar hingerichtet. Nach den Entführungen dieser Jugendlichen sind diese dann zum Teil am nächsten Tag hingerichtet aufgefunden worden. Da gibt es Videomaterial, das ist also alles belegt. Und trotzdem kann die Regierung weiterhin mit freier Hand walten, wie es ihnen gefällt, und dieser Bedrohungen erfolgen quasi auf täglicher Basis. Die internationale Gemeinschaft hat sich dazu nicht ausreichend positioniert. Ob es gegen den Präsidenten geht, da fragt man sich. Juan Orlando Hernández ist nach wie vor völlig straffrei davon gekommen, ist nach wie vor an der Macht, und wir fühlen uns völlig schutzlos ausgeliefert. Wir würden wirklich gern aktiv werden. Und diese Menschenrechtsverbrechen zu stoppen. Zuletzt 2017 nochmal festgenommen worden. Du warst dann auch länger im Hochsicherheitsgefängnis, bist aber letztlich dann freigelassen worden, obwohl der Prozess noch nicht stattgefunden hat. Wie ist es gelungen, dass du freigelassen wurdest? Kannst du das ganz kurz noch erzählen? Unser Fall ist tatsächlich kein reiner Rechtsfall, es ist ein politischer Fall. Zu Beginn meiner Festnahme schon wurden alle meine Rechte misshandelt, denn gerechte Fall wurde nicht zugelassen. Ich bin in ein Hochsicherheitsgefängnis gesteckt worden, wo man tatsächlich höchst gefährliche Insassen vorfindet. Mein Leben war von Tag 1 an bis zum letzten Tag diesen Risiken ausgesetzt. Ich war unter ständiger Gefahr, wurde beständig bedroht. Die Bedrohung gegen meine körperliche Unversehrtheit. Und das war der Gesellschaft klar. Von außen konnte man das wie einen Film verfolgen. Mal schauen, wie lange Edwin das durchhält. Mal schauen, wie lange er weiterhin seine Stimme erhebt. Das war so ein bisschen die Situation, in der ich mich wiedergefunden habe, unter ständiger Bedrohung, in ständigem Risiko. Und es ist wirklich bedauerlich. Wie in unserem Fall, im Fall der Opposition gegen das Regime, wir wurden, wie gesagt, in dieses Hochsicherheitsgefängnis gebracht, mit dem Ziel, dort dauerhaft gefoltert zu werden, von Beginn an. Als wir das Gefängnis betraten, wurden wir gefoltert. Man hat uns den Zugang zu Trinkwasser verwehrt. Wir waren schutzlos im Gefängnis. Denn von Beginn an sagten wir dem Gefängnisdirektor, dass wir keine Strafgefangenen wären, dass wir aus politischen Gründen inhaftiert wären. Und sie selbst sagten uns, dass wir eigentlich nicht in dieses Gefängnis gehörten, denn es handelte sich um ein Hochsicherheitsgefängnis nicht ohne Grund, weil es eben ein sehr gefährliches Gefängnis war. Und das hat man von Tag 1 an gespürt. Wir wurden tatsächlich eindeutig dorthin geschickt, damit man uns letzten Endes hinrichten könnte. Und wir haben während unserer Zeit im Gefängnis viele andere Menschen gesehen, die dieses Los ereilt hat, die bei unserem Beisein hingerichtet wurden. Das möchte man natürlich niemandem wünschen. Und Zeuge dieser Gewalt zu werden, ist ganz furchtbar. Zeuge der Beleidigungen und Erniedrigungen zu werden seitens der Sicherheitskräfte,
seitens der Insassen, die sich in unmenschlichen Bedingungen befinden. Und durch diese unmenschlichen Bedingungen werden sie selbst zu extremen Gewalttätern. Vielen Dank, dass du uns diese Erfahrung erzählt hast. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht einfach ist, darüber zu reden. Also deswegen nochmal wirklich vielen Dank, dass du bereit bist, mit uns jetzt hier darüber zu sprechen. Das honduranische Strafsystem, die honduranischen Gefängnisse, ich habe sie auch mehrere besucht in der Zeit, wo ich drüben gearbeitet habe. Und es waren normale Gefängnisse, also keine Hochsicherheitsgefängnisse, und die waren schon furchtbar. Und ich kann mir wirklich, also was du erzählt hast, danke dafür, dass du bereit warst, mit uns darüber zu reden. Wir werden nachher nochmal in einer weiteren Frage nochmal darauf zurückkommen. Danke, Edwin. Jetzt möchte ich gerne. Gracias a ustedes por darnos este espacio. Vielen Dank natürlich auch an Sie, dass Sie den Raum bereitstellen, dass wir uns äußern können. Und wir sind natürlich gern immer bereit, unsere Geschichten zu teilen, denn da gibt es so viel mitzuteilen, so viel, was die internationale Gemeinschaft auch wissen muss. Es ist wichtig, dass die Infrastruktur bekannt wird, dass bekannt wird, welche Hochsicherheitsgefängnisse gebaut werden und wurden in Honduras, die wirklich reine Folterzentren sind, Zentren, in denen reihenweise gegen Menschenrechte verstoßen wird. Und wir sind der Meinung, dass es unheimlich wichtig ist, dass dies der internationalen Gemeinschaft mitgeteilt wird. Und deswegen ist es mir immer eine große Freude oder zumindest ein großes Bedürfnis, das mit Ihnen zu teilen, in welchen Bedingungen wir leben und ganz allgemein darüber zu reden, wie die Verfolgung aussieht von Dissidenten, von Oppositionellen, die sich gegen das Regime stellen. Das Regime, das man tatsächlich eine Drogendiktatur nennen kann. Vielen lieben Dank also noch einmal. Ich werde dir nachher noch mal eine Frage stellen, ja? Also erst nochmal vielen, vielen Dank, dass du das gemacht hast, und wir werden darüber auch weiterreden. Jetzt würde ich gerne Sonja Sanchez begrüßen. Sonja kommt aus El Salvador, ist Umweltschützerin. Sie kommt also konkret aus Santo Tomás. Das ist ein Landkreis südlich der Hauptstadt San Salvadors und ein Departement mit rund 35.000 Einwohner. Dort gibt es seit 2015 große Konflikte, und zwar im Zusammenhang mit einer Industrie- und Bergbauprojekten. Wenn diese Projekte sich durchsetzen, wird es auf jeden Fall wie bei all diesen Megaprojekten die Bevölkerung, dort lebende Bevölkerung, ziemlich treffen in ihren Lebensgrundlagen. Sonja klagte gegen ein Wohnbauprojekt, das ohne eine gültige Genehmigung dort hochgezogen werden sollte von dem größten Unternehmer El Salvadors. Und ja, darüber wollen wir kurz reden. Herzlich willkommen, Sonja. Vielen Dank, dass du auch heute teilnimmst. Sonja, was war das für ein Bauprojekt? Kannst du uns das kurz darstellen? Und warum habt ihr dagegen protestiert? Gut, erst einmal möchte ich auch danken, dass wir hier die Bühne haben, die ich Erlaubnis haben zu sprechen, weil wenn wir über diese Dinge öffentlich sprechen, wir sind Menschenrechtsverteidigerinnen und Verteidiger. Es ist wichtig für uns, sind in Santo Tomás eine Gemeinde, gehört mit zu San Salvador, und da müssen wir uns einem großen Unternehmen entgegenstellen. Und für Sie geht es um städteplanerische Projekte, so wird das gesagt. Und Sie
haben viele Hektar Land zerstört. Da gab es sehr viele Wälder, Vegetation und es war zudem mit dem Ufergebiet eines Flusses. Es gab da eine Anordnung, dass das eigentlich ein Schutzgebiet sei. Und deshalb haben wir uns dem Projekt entgegengestellt, einfach aufgrund der Erfordernis, dass man da Wald und Wasser schützt und unsere Gemeinde schützt. Und Santo Tomás hat ein sehr großes Wasservorkommen, gut. Und was Wasser betrifft, haben sehr viele Gemeinden, sehr viele Anwohner das Problem, Zugang zum Wasser zu haben. Und deshalb haben wir gesagt, wie das sein kann, dass ausgerechnet dort ein Wohnbauprojekt hin sollte. Und das würde in Santo Tomás niemandem helfen. Das ist so eine Art Schlafstadt nur. Da verlässt man die Gegend, $350 ein miserables Gehalt und zugleich nutzt man diese Schlafstadt. Und wir hatten dieses Umweltbewusstsein. Wir haben gesagt, man kann doch nicht weiterhin unseren Wald zerstören. Der Wald, Wasser, das gehört zusammen. Und es kann Wald nicht geben, wo es keinen Fluss gibt. Und deshalb haben wir uns dem Unternehmen Robles entgegengestellt. Wir haben eine ganze Reihe von öffentlichen Aktionen durchgeführt, um hier darauf, auf dieses Umweltproblem hinzuweisen, und haben uns auch an die Presse gewandt, um die Lage zu erläutern. Und wir haben auch Versammlungen veranstaltet mit öffentlichen Einrichtungen, also sich einsetzen für Umweltrecht. Und es war sehr, wenn man festgestellt, dass sich diese Einrichtungen hinter das Unternehmen gestellt hat. Deshalb waren unsere Aktionen ein Grund dafür, dass wir dann kriminell dargestellt worden sind. Das wurde als ein Verbrechen dargestellt, was wir da gemacht haben. Dann irgendwann ging es darum, wir sollten schauen, dass wir zu einer Einigung gelangen und dass wir das so hinnehmen, das Projekt, und auch diese Klage sollten wir zurückziehen und wir sollten aufhören damit, die Leute gegen das Projekt aufzubringen. Und wir haben dann entschieden, dass unabhängig von dem das Urteil ausfallen wird, dass es wichtig ist, das weiterhin zu verteidigen. Und niemals wäre uns eigentlich ursprünglich in den Sinn gekommen, dass man da tatsächlich zu einer Aussöhnung gelangen könnte. Es gab da keinen Kompromiss. Also wir mussten weitermachen. Die haben dann eine zweite Klage erhoben gegen Sonia Sanchez, weil sie sind davon ausgegangen, dass das hier das Gesicht der Person war, die konkret die Anklage erhoben hat gegen das Unternehmen. Und sie haben das auch als Verleumdungsklage dargestellt und sie wollten $25.000 Entschädigung von mir haben. Und was der Umweltschaden betrifft, der von ihnen verübt worden ist, dort in dieser Gegend, das schienen sie nicht beachtet zu haben. So, es scheint so, dass Sonja jetzt rausgefallen ist. Nee, da ist Sonja, da bist du wieder. Hörst du? Kannst du hören? Dein Mikro ist nicht an. Sí, sí, muy bien. Okay. Jetzt kann ich wieder hören. Entschuldigung, die Verbindung war unterbrochen.
Sonja, ich möchte dich kurz unterbrechen. Du hast jetzt von dir gesprochen. Also wir haben das Projekt nicht akzeptiert. Dann gab es die Anzeigen gegen euch. Wer seid ihr? Seid ihr die Anwohner dort? Wie habt ihr euch überhaupt organisiert? Habt ihr dazu Bündnisse mit anderen Gruppen geschlossen? Kannst du das vielleicht noch mal ganz kurz uns schildern? Okay, bueno. Ja, gut, mache ich gerne. Ja, was mich betrifft, ich gehöre zu einer Frauenorganisation von Santo Tomás und wir sind eine Umweltorganisation, auch die vor allem von Frauen geführt wird. Seit mehr als 10 Jahren befassen wir uns mit diesen Umweltthemen. Wir kennen gut unsere Gegend, wissen, was sich da befindet. Wir wissen, dass es ein Schutzgebiet ist, dass es gilt zu verteidigen. Und die Umweltarbeit, die wir da verrichten, also wir kennen uns da genau aus. Wir wissen, was es da gibt. Und ja, es war auch so, dass alle Bescheid wussten, dass wir zu informieren waren, wenn da dieses Unternehmen auftritt, um Bäume zu fällen. Also wir standen da mit allen wichtigen Entscheidungsträgern in Verbindung. Aber als wir dann, also 4 Personen, als die Verbrecher dargestellt worden waren, obwohl wir mitten im Kampf waren, also kam es dazu, dass die Gemeinde dann letztlich geteilter Meinung war. Dann wussten sie nicht mehr so recht, wofür wir denn genau kämpfen, weil zugleich gab es ja dieses Bauprojekt. Und für uns, nun ja, was uns betrifft, ist es wichtig, das aufzuzeigen. Also wir werden als kriminell dargestellt, weil wir Umweltthemen und vor allem jetzt hier Menschenrechte verteidigen. Und das führt dann zu Folgen, also gar zu physischen Folgen. Ich war damals noch mit einer der Jüngsten, also für 44, 43 Jahre alt war ich damals zu diesem Zeitpunkt. Nee, es ist inzwischen gar 5 Jahre her. Also ich gehörte mit zu den Jüngsten. Es gab da auch Herren, die waren schon über 60 und diese körperlichen Krankheiten waren schon da, Diabetes. Das ist für einen Kollegen dadurch noch komplizierter geworden. Dann eine andere Kollegin, sie hatte Blutdruckprobleme, das hat sich verschlimmert. Ich bin auch Diabetikerin und auch was mich betrifft, es hat sich durch verschlimmert und es hat natürlich auch emotionale Auswirkungen. Man fühlt sich machtlos, man bekommt Angst, also nicht nur, dass das Ganze kriminalisiert wird. Also letztlich haben wir ja die Klage gewonnen gegen das Unternehmen. Also dennoch hat das alles nicht aufgehört mit der Verfolgung uns gegenüber. Wir wurden weiter bedroht. Es gab auch sexuelle Belästigung gegenüber einer Kollegin. Und es gibt also da so ein Gefühl der Machtlosigkeit. Und dann hat man den Eindruck, die öffentlichen Einrichtungen, die doch eigentlich auf unserer Seite sein müssten, die sind gegen uns. Die stehen auf der Seite der großen Unternehmen und auch dieses ganze Beziehungsgeflecht zwischen den Menschen. Also all das ist davon dann letztlich auch mit in Mitleidenschaft gezogen. Also gut, ich habe meine Emotionen und dann sehen das meine Kinder und dann geht es ihnen auch nicht gut, wenn sie sehen, wie es mir damit geht. Und man denkt auch, also ich bringe hier meine Familie letztlich in Gefahr, weil ich mich für Menschenrechte einsetze und dann halt, um so eine Klage anzufechten, also muss man schauen, Beweise zusammensammeln und als nachzuweisen, dass es da ein Unrecht gegeben hat und
dann gesagt, wir sollen das sein lassen. Es gab dann auch Kolleginnen, die haben die Arbeit lieber sein lassen, weil sie Angst hatten, dass sie auch als Verbrecherin dargestellt werden. Dennoch gab es für uns die Notwendigkeit, dass wir das genau analysieren. Wie ist die Lage der Menschenrechtsverteidigerinnen und Verteidiger vor Ort? Also ich habe mich da gar nicht identifiziert als eine solche Menschenrechtsverteidigerin. Eher in den sozialen Netzwerken tauchten hier diese ganzen Begrifflichkeiten auf und wurde auch der Fakt klar benannt, Menschenrechtsverteidigerinnen, die hier kriminalisiert werden. Und dann habe ich das übernommen. Diese Art, wie ich wahrgenommen worden bin, habe ich dann selbst verwendet. Und es gab die Erfordernis für uns, eine Analyse zu erstellen. Wie ist die Lage insgesamt und was uns da Sorgen bereitet hat bei der ganzen Vorbereitung der Aktion. Wir hatten alle einen Angriff erlitten, alle, die wir damit zu tun hatten, aber wir hatten erst gar nicht den Zusammenhang hergestellt, dass es einfach nur an unserem Engagement gelegen hat. Dann haben wir ein Sicherheitsprotokoll eingeführt. Also da wollten wir schauen, welche Maßnahmen man ergreifen kann, also Wege, die zu beschreiten sind, abzusichern. Und eine weitere Strategie für uns, es ist wichtig, dass man erkennt, wo denn die Bündnispartner sind, was es für ein Netzwerk geben kann. Und es ist wichtig, es gibt auch dieses Netzwerk der Menschenrechtsverteidigerinnen und Verteidiger, so ein Dachverband, und auch da von der Seite war Unterstützung zu bekommen. Und da gibt es auch eine Art, sich gegenseitig zu unterstützen. Und es gibt auch diese Miss Iberamerika. Na, und da gibt es auch die große Aufgabe, das systematisch zu erfassen, was für Arten von Angriffe es gibt, und da insgesamt Schlüsse rauszuziehen. Es ist wichtig für uns, dass wir daraus ableiten, wie können wir uns gegenseitig schützen, was können wir am besten tun. Das ist wichtig, dass man das so ein bisschen systematisch erkennt. Und dann gibt es auch einen Gesetzesvorschlag in unserem Land, dass nämlich nach Schutz gestrebt wird für Menschenrechtsverteidigerinnen. Es gibt da bisher noch nichts Konkretes, und wir von der MESA setzen uns dafür ein, dass das ausgearbeitet wird, dass Menschenrechtsverteidigerinnen einen ganzen Schutzmechanismus genießen können. Wir brauchen dafür ein Gesetz. Da gibt es einen Gesetzesvorschlag, und die Gesetzgeber müssten das dann übernehmen. Aber wir müssen Ihnen das aber erst einmal ausarbeiten. Also es wird dabei auch nochmal deutlich, was vorhin am Anfang Dr. Bärbel-Kofler gesagt hat, diese besonders bösartige Verformung des Rechts, weil das Recht ja eigentlich dafür da ist, Aktivistinnen, Menschenrechtsaktivistinnen zu schützen und nicht sie zu verfolgen. Und du hast es an eurem Beispiel ja auch nochmal sehr gut auf den Punkt gebracht, was das auch mit einem macht, wenn genau dieses Recht verformt ist. Danke, Sonja. Erstmal, wir werden nachher nochmal eine kurze Frage an dich haben. Ich würde jetzt gerne Eddie Tabora begrüßen. Eddie Tabora aus Honduras. Eddie ist ein Menschenrechtsanwalt, schon seit langer Zeit in Honduras als Menschenrechtsanwalt unterwegs. Er ist aktuell der Co-Direktor der Kanzlei Gerechtigkeit für die Völker, war über 4 Jahre, 2015 bis 2019, auch bei C Libre organisiert. Eddie ist, also er begleitet verschiedene Fälle von Kriminalisierung der Landrechtsbewegung
Und unter anderem auch einer dieser Fälle, der in der Publikation ja auch sehr ausführlich geschildert wird, nämlich die Geschichte der Aktivisten von Guapinol im Nordosten von Honduras. Ich sage vielleicht noch mal kurz ein bisschen was zu Guapinol, wobei das insgesamt ja wirklich sehr ausführlich in der Publikation auch nachgelesen werden kann. Dort haben sich die Anwohner jahrelang mit juristischen Mitteln gegen zwei Eisenerztagbauvorhaben gewehrt, erfolglos. Und als auf der Ebene, also des Rechts, kein Erfolg für sie zu sehen war, haben sie ein Protestcamp errichtet. Und dann, damit hat sich die Situation dort ziemlich zugespitzt. Irgendwann wurde das Camp mit einem massiven Aufgebot von Militär und Polizei geräumt. Es wurden damals dann im Februar 2019, war das genau, erstmal 12 Umweltschützerinnen festgenommen, 11 Männer, eine Frau. Deren Verfahren ist aber recht schnell wieder eingestellt worden und sie sind freigelassen worden. Daraufhin haben sich 7 weitere Mitstreiter der Justiz gestellt, dachten, das wird ihnen jetzt genauso geschehen. Also das Verfahren gegen sie wird eingestellt werden, aber nicht doch. Die Richterin hat es anders gesehen und Anklage gegen sie erhoben. Und seither sitzen also insgesamt jetzt 8 Aktivisten aus Guapinol wegen schwerer Brandstiftung, vermeintlich schwerer Brandstiftung und Freiheitsberaubung, im Hochsicherheitsgefängnis von Tolba. Edwin hat uns ja vorhin schon ein bisschen von dem Hochsicherheitsgefängnis erzählt. Sie wurden dann aber, weil es ziemlich heftige Proteste, da internationale Proteste auch dazu gab, in normales Gefängnis verlegt. Eddie, die Frage an dich. Das Anwaltsteam hat gerade auch in dem Fall jede Menge von Rechtsmitteln eingereicht. Renommierte internationale Institutionen haben Stellungnahmen dazu erarbeitet. Internationale Menschenrechtsorganisationen haben appelliert an die honduranische Regierung. Die OACNUT hat eine Stellung dazu bezogen und die Freilassung der Aktivisten gefordert. Die Inneramerikanische Menschenrechtskommission war aktiv und hat und unlängst hat auch noch eine UN-Arbeitsgruppe gegen die willkürliche Verhaftung der 8 Leute protestiert und gefordert, dass sie sofort freigelassen werden und Entschädigung bekommen müssen. Was passiert? Nichts. Im Gegenteil, also es wurde, wie gesagt, jetzt am 13. Februar der 8. Aktivist noch festgenommen. Warum? Was ist es, was es in dem Fall so kompliziert macht und Honduras sich all den internationalen Interventionen, Appellen querstellt? Keine Bereitschaft zeigt, da auch nur im Ansatz sich zu bewegen. Bueno, gracias. Vielen Dank, Erika, und guten Tag erst einmal noch an die gesamte Runde und vielen Dank, dass Sie diesen Raum für uns bereitstellen. Hier ist meine Präsentation. Es ist tatsächlich ein sehr komplexes Thema, und zwar aufgrund der Tatsache, dass wir diesen großen Streit haben zwischen den Mafias der Bergbaufirmen und natürlich den Gemeinschaften, den Gemeinden, die sich diesen Großprojekten entgegenstellen. Dieses Plünderungsprinzip, was sich nach dem Staatsstreich manifestiert hat, das hat tatsächlich den gesamten Rechtsrahmen in Honduras verändert. Die Konzession von natürlichen Ressourcen, damit haben wir natürlich eine Veränderung der politischen Strukturen, eine Machtkonzentration. Aber dazu kommt natürlich noch, dass diese Situation nicht nur die Menschenrechts- und Umweltaktivisten betrifft, die sich aktiv vor Ort aktivieren, sondern auch die Gesellschaft an sich, also die Gemeingesellschaft. Diese werden wegen allgemeiner Straftaten angeklagt, die tatsächlich gar keine sind. Und es ist tatsächlich
interessant, sich dieses Strafsystem anzuschauen, denn es wird so angepasst, dass diese soziale Bewegung außer Kraft gesetzt wird. Ich würde hier gerne noch mal kurz einen Fall vorstellen, der quasi schon vor dem Staatsstreich stattgefunden hat, als oder nach dem Staatsstreich einer der ersten Fälle war, nachdem diese Konzessionen stattgefunden haben. Und da gibt es eine ganz besondere Kriminalisierung. Man kann hier sehen, dass diese Anschuldigungen durch illegale Demonstrationen stattgefunden haben, durch Behinderung der Arbeiten. Das sind die Straftaten, die vor Gericht abgehandelt wurden. Und jetzt ist diese Kriminalisierung sehr stark fortgeschritten und sehr viel weit gefasster, wie wir das auch in diesen Fotos sehen können. Dann gibt es eine andere Art von Straftaten, die vor Gericht gebracht werden. Durch den Schutz der internationalen Gemeinschaft wird natürlich auch ein Druck ausgeübt. Und dann versucht man natürlich auf andere Art und Weise dagegen vorzugehen. Man versucht, die Sicherheitskräfte zu nutzen, um Landeneignungen voranzutreiben, damit die Umweltaktivisten ihre Arbeit nicht weiter ausführen können. Und dann gab es einen ganz wichtigen Moment. Von 2014 bis 2016 gab es ein Vorgehen gegen mehr als 200 Studenten an der Universität. Und dort hat man eine neue Figur angebracht. Und das war ein Missbrauch des öffentlichen Raums. Und das ist eine Rechtsfigur, die für bestimmte Bewegungen eingesetzt werden, die eben auch für Umweltbelange stattgefunden haben. Kommen wir bitte zum nächsten Jahr. Also die ersten Fälle, das beinhaltet auch die Anschuldigungen gegen Berta Cáceres. Das betraf natürlich Menschen, die sich gegen große Energieprojekte gestellt haben, große Photovoltaikprojekte, Anschuldigungen gegen Mitstreiter, auch gegen das Volk der Garifuna. Aber es gibt einen wichtigen Fakt, und da komme ich vielleicht auf deine Frage zurück, wenn wir im nächsten Jahr noch einmal genauer nachschauen. 2018, im August genauer gesagt, gibt es eine Konferenz eines Privatunternehmens. Und ich sage das Privatunternehmen, weil das ist die Plattform der Privatunternehmen. COHEP ist die Plattform. Und man hat dort Millionen investiert, um gegen die Vandalen vorzugehen, die sich gegen diese Projekte gewendet haben. Und dann das Ministerium für öffentliche Angelegenheiten, die Polizei und diese Privatunternehmen schließen sich zusammen, um gegen diese Sozialbewegung vorzugehen. Und da sprechen wir über die ersten Tage im September 2018. Und dann beginnt es, dass wir immer mehr Anschuldigungen im ganzen Land beobachten können gegen jene, die sich gegen den Bau eines Staudamms in Irelecca aussprechen. Da sind wir ganz in der Nähe von Guatemala, in der Stadt Copan. Da werden Umweltaktivisten aktiv, die sich gegen ein Bergbauprojekt stellen. Also in dieser Zeit gibt es auch wieder eine ganze Reihe von Protestbewegungen aufgrund neuer Großprojekte. Dann gibt es Anschuldigungen gegen Kämpfer in Bojiles, die sich auch gegen ein Wasserkraftwerk stellen. Dann haben wir Photovoltaikanlagen, die in Chultepec gebaut werden sollen. Auch da gibt es Sozialbewegungen. Das heißt, all diese Fälle und diese Beispiele, die waren noch nicht stark genug, um einen Großteil der Bevölkerung zu mobilisieren. Das hat sich dann immer weiterentwickelt, bis es zum Fall Guapinol gab. Was ist dort geschehen? Dort hat man andere Rechtsmittel verwendet, andere Rechtsfiguren. Nach dem Wahlbetrug gab es die Enteignung des öffentlichen Raums, wie ich vorhin schon sagte.
Und dort wurde es dann mit der organisierten Kriminalität vermischt. Da gab es eben diese Brandstiftung, der Besitz von Waffen, Raubüberfälle. Und deswegen ist der Fall Guapinol so komplex, weil die Kriminalisierung so vielfältig ist. Ich glaube, wir sind sogar noch darüber hinaus. Der Fall von Guapinol war schon ein wichtiger Fall, aber ich glaube, das ist jetzt noch schlimmer geworden. Wir haben jetzt ein neues Thema. Das ist das Thema, dass es zu einer Zwangsumsiedlung kommt von Gebieten aufgrund dieser Aktivisten. In Guapinol waren wir bisher noch nicht fähig, diese 8 Mitstreiter zu befreien. Im ersten Fall war es ein bisschen einfacher, in diesem zweiten Fall war es tatsächlich noch nicht möglich. Vielleicht noch ein letztes Jahr zum Thema. Und COHEP, also die Vertretung der Privatunternehmen, im September 2018 gab es also einen öffentlichen Auftritt, um gegenüber der Regierung einzufordern, dass diese Gemeindeauftritte einzuschränken werden. Und später gab es einen neuen Auftritt im Dezember 2019, in der eine Notfallversammlung einberufen werden sollte, um bestimmte Schutzthemen anzusprechen. Und was quasi die Machtstruktur oder die normale Regierungsmacht ersetzt wurde, dass hier ein Organ eingesetzt wurde, das die Arbeitgebervertreter vertritt. Dann haben wir den Sekretär für Sicherheit, dann für Inneres. Diese sind alle zusammengetreten und unterstützen diese Plattform der Privatunternehmen. Das heißt, es gibt dort eine gewisse Verhandlungsposition des Privatunternehmens mit der Regierung. Und da gibt es eben eine Zusammenarbeit, um diese Menschen zu kriminalisieren. Es macht ja schon so den Eindruck oder es vermittelt den Eindruck, dass mit der Kriminalisierung von den Menschenrechtsaktivistinnen, den Landrechtsaktivistinnen versucht wird, also jetzt vor allen Dingen auch, nachdem du das jetzt auch von COHEP, also dem Unternehmerverband auch nochmal so gezeigt hast, also versucht wird, das eigentliche kriminelle Vorgehen in den Landnahmen, also wenn die Ländereien den indigenen Völkern einfach genommen werden, sie vertrieben werden, die illegalen Machenschaften bei den Konzessionsvergaben, also diese ganzen kriminellen, ich sage jetzt mal kriminellen Akte derjenigen, die das Land dort ausplündern wollen, das zu vertuschen mit der Kriminalisierung derjenigen, die sich dagegen wehren. Also es vermittelt sehr stark diesen Eindruck. Was können die Akteure, die Akteurinnen vor Ort und vor allen Dingen auch internationale Unterstützerinnen tun, um genau das zu stoppen, diese Kriminalisierung zu stoppen und eigentlich wieder das Augenmerk auf die eigentlichen kriminellen Handlungen zu lenken? Wie können wir hier euch dort dabei unterstützen? Bueno, mira, ich habe sehr viele verschiedene Orte in Europa, in den USA besucht, habe verschiedene Länder besucht und habe die Geschehnisse von Honduras erzählt. Das Problem ist, glaube ich, dass man sich zu stark auf die Konsequenzen konzentriert. Also dass man sieht, was mit den Menschenrechtsverletzungen geschieht. Ich habe Frau Haken, eine Congresswoman Haken, zugehört und der Ansatz der Europäischen Union, auch der Ansatz anderer Länder ist, dass wenn man sagt, wenn sie bedroht werden, wenn sie angegriffen werden, dann kommen sie doch zu uns und wir schützen sie hier. Und das ist eine Demobilisierung. Das ist nicht das, was wir wollen. In ganz extremen Fällen, wenn wir wissen, man steht unter extremem Mordrisiko, dann ist es natürlich ein Ausweg. Aber
was wir dann sagen. Klar, vielleicht sollte man aus dem Kampf austreten, weil es uns leid tut, dass sie dort vielleicht zu Schaden kommen. Aber das hilft uns nicht, denn so wird es immer weitergehen. Es wird immer neue Fälle von Leuten geben, die sich gegen das Regime aufwählen. Und oft ist es so, eine Konzession wird erteilt, es kommen die Maschinen und natürlich ist es den Leuten zu eigen, dagegen vorzugehen, denn sie wollen ihr Hab und Gut schützen. Und auf internationaler Ebene hört man immer nur, dass diese Menschen kriminalisiert werden und dass sie getötet werden. Aber wir gehen die Wurzel des Problems nicht an. Wir gehen nicht das Problem an, dass es eine Zusammenarbeit zwischen der Bergbauindustrie und der Regierung gibt, dass es eine unheimliche Korruption gibt bei der Vergabe der Konzession. Darüber spricht man sehr wenig. Man spricht wenig über den Aufkauf dieser Unternehmen, die ursprünglich die Konzessionen erhalten haben, durch Großkonzerne. Das sind deutsche, spanische Großkonzerne. Und es ist für uns unheimlich schwer zu erreichen oder zu wissen, wer am Ende Eigentümer der Konzession ist. Und wenn es sich dabei um Unternehmen handelt, die vielleicht ihren Sitz in Europa haben oder in den USA oder in Kanada, die sind vielleicht im Besitz dieser Konzession, aber es gibt überhaupt keine Transparenz. Man weiß überhaupt nicht, wer letztlich diese unterschiedlichen Handlungen ausführt in den einzelnen Unternehmen. Und da haben wir überhaupt keinen Zugang. Was wichtig ist für uns, dass man auf internationaler Ebene die Grundprobleme und die Ursachen des Problems angeht. Es muss ein neues Narrativ geben. Die Kriminalisierung sorgt für politische Gefangenen. Das ist richtig. Und man muss sagen, dass die Konzessionen zu Korruption geführt haben, da reicht es nicht, das so zu betrachten. Und dann haben wir natürlich auch eine Verantwortung seitens dieser Länder, in denen die Unternehmen ihren Sitz haben, um nachzuschauen, welche Beziehung dort besteht. Es ist wichtig, dass diese Länder die entsprechenden Mechanismen umsetzen, um die Verantwortung über die Schäden, die an der Umwelt, an den Menschen ausgeführt werden, auf diese Unternehmen auch zurückgeführt werden können. Danke, Eddie. Leider müssen wir jetzt da auch schon wieder Schluss machen. Die Zeit ist leider zu knapp bei euch allen angesetzt, aber es ist halt bei 2 Stunden, ist es halt der Punkt. Ich werde jetzt noch mal eine kurze Frage an jeden von unseren Gästen stellen. Will auch noch mal ganz kurz darauf hinweisen, dass wenn von den Zuhörerinnen, wenn von euch, von Ihnen jemand Fragen hat, es besteht noch die Möglichkeit bei Q&A die Frage zu schreiben. Ob wir nachher die Zeit dazu noch haben werden, wird sich zeigen. Aber auf jeden Fall, also möchte ich da noch mal darauf hinweisen, dass es machbar ist. Wir haben ja jetzt sehr ausführlich die ganzen Geschichten gehört, was die Kriminalisierung bedeutet. Und ich würde jetzt gerne nochmal von Sonja hören. Sonja, darf ich dich nochmal bitten, dich ins Bild zu setzen? Sonja, von den Aktionen, die ihr gemacht habt, welche würdest du jetzt sagen, die ihr auch in Verbindung mit internationalen Gruppen habt durchführen können? Welche war besonders wichtig und notwendig in eurem Kampf? Und also was würdest du für einen Rat geben, wie so eine internationale Zusammenarbeit aussehen sollte, um die Kriminalisierung von Aktivisten, Aktivistinnen vor Ort zu verhindern. Hola, bueno, yo creo, bueno, a partir del ejercicio, de la experiencia que vimos. Ich denke, ausgehend von der Erfahrung, die wir gemacht haben, also im Land, denke ich, es gibt nicht wirklich
Anwälte, die darauf spezialisiert sind, Menschenrechtsverteidigerinnen zu verteidigen. Also und ansonsten ist das Problem, dass man vor Gericht auch nicht behandelt wird, damit dieser Besonderheit, man ist Menschenrechtsverteidiger, man wird einfach wie eine Verbrecherin, ein Verbrecher behandelt. Und was die Anwälte betrifft, sie müssten da auch diese Spezialisierung haben, da so Menschenrechtsverteidigerinnen und Verteidiger vor Gericht verteidigen zu können. Und dann müsste man die Netzwerke, lokalen, nationalen, regionalen Netzwerke müsste man stärken, weil das ist ein wichtiges begleitendes Instrument für unseren Kampf vor Ort. Und wir sind eine sehr kleine Organisation der Gemeinde, was schwierig auch da unseren Status zu bekommen. Und es haben uns andere Organisationen wirtschaftlich unterstützt, also die größer waren, denn wir hatten ansonsten nicht die Möglichkeit, da finanzielle Mittel zu haben, aufgrund von verschiedenen Gründen, eben weil wir keinen juristischen Status von Anfang an hatten. Für uns war das sehr wichtig, dass wir wussten, dass es ansonsten Organisationen gibt oder in der OST, die einen begleiten können bei diesen Kämpfen vor Ort, die erst einmal klein wirken, aber eine sehr große Auswirkung haben können. Und was uns betrifft, dass wir letztlich aufgrund all dessen, was wir dann durchmacht haben, eine Botschaft hinterlassen, also der Gesellschaft und der Unternehmen gegenüber, dass wir da sind und weiterhin das Wasser, das Land verteidigen werden. Das ist sehr wichtig, dass wir das auch weiterhin stärken. Und international ist es auch wichtig, dass wir begleitet werden, dass wir auch letztlich diesen Kampf verkörpern können, dass wir dafür stehen und auch hier. Also das ist eine wichtige Initiative, dass wir jetzt auch diesen Bericht haben, wo das Ganze dann halt eine Öffentlichkeit bekommt. Denn wenig wird das gesagt, da wird gekämpft, aber es wird nicht genau gesagt, wer dahinter steht, welche Personen dahinter stehen und wie sich das anfühlt am eigenen Körper, was man da für Gesundheitsschäden davon tragen kann. Würde ich gerne noch mal Annabella auch eine kurze Frage stellen. Annabella, du hast ja so mehr den generellen Überblick uns gegeben. Was würdest du sagen, welche Ansätze für kollektive Schutz- und Präventionsmaßnahmen wären notwendig, anstatt jetzt so Schutzmaßnahmen für einzelne Personen, Schutzmaßnahmen für Gruppen, für eine Organisationsform. Was aufgrund deiner bisherigen Erfahrungen würdest du da als eine notwendige Maßnahme ansehen? Oder als besonders wirksam, was du bis jetzt erlebt hast, hervorheben? Genau. Vielen Dank. Ich glaube, wir können ja nicht nur von einer Maßnahme sprechen. Also ich möchte gerne hervorheben, Menschenrecht zu verteidigen, das ist eine kollektive Angelegenheit in allererster Linie. Es hat damit zu tun, dass mehrere Personen sich da zusammenfinden. Das tun hier diese ganzen Augenzeugenberichte, habe ich mir mit großem Interesse angehört von Sonja und Edwin. Was Sonja betrifft, da hat mich sehr stark beeindruckt, was sie da gesagt hat über dieses Finden ihrerseits, wie sie das wahrgenommen hat, dass Netzwerke sie unterstützen, dass man aus Deutschland, aus anderen Orten der Welt da ist und unterstützt. Das ist sehr wichtig für die Menschenrechtsverteidigerinnen und Verteidiger vor Ort. Und ich erinnere mich nun daran, es hat dort einen Menschenrechtsverteidiger gegeben. Erst gestern sind wir mit dem zusammengetroffen.
Er gehört mit zu dieser Gemeinschaft, die Esquisis in Guatemala verteidigt. Auch er wurde kriminalisiert. Und gestern hat er uns gegenüber berichtet, dass ganz am Anfang, als sie angefangen haben, ihn zu kriminalisieren, da hätte er sich verzweifelt gefühlt, unsagbar traurig. Und als er dann aber gesehen hat, dass er gar nicht alleine war, dann hat sich zwar das Problem noch nicht gelöst, aber dann hat er sich sofort stärker gefühlt. Also das ist diese kollektive Komponente, Verteidigerin, Verteidiger von Menschenrechten, diese Netzwerke, das können wir daraus gewinnen. Also alles, was sich da so bündelt an Aktionen, das ist sehr wichtig. Und auch im Chat hat es eine Frage gegeben. Vor allem just hat das mit dem zu tun, was du gesagt hast, Erika, neue Formen des Kampfes, was kann man da neu organisieren? Ich denke, es gibt schon sehr viele gehäufte Erfahrungen, also was so gemacht worden ist, um Menschenrechte zu verteidigen. Wie kann man den Austausch dieser Erfahrungen organisieren? Eine Organisation wie die unsrige, ja, da gibt es diese Art, dass wir begleiten können, zivilgesellschaftliche Organisationen. Wir sind dennoch nicht die großen Sachverständigen. Wir können halt eher nur tatsächlich begleitend tätig werden, wie eben auch Anwältinnen und Anwälte, die diejenigen begleiten, die ihre Rechte verteidigen. Die eigentlichen Protagonisten sind dann diese Menschenrechtsverteidigerinnen und Verteidiger. Und wie kann man sich unter diesen verschiedenen Gemeinschaften erkennen? Es gibt dort so viele Identitäten. Also wir können uns über so viele Arten und Weise identifizieren als Frauen, als indigene Bevölkerungsgruppen. Also es sind multiple Eigenschaften, die wir haben. Und das dann irgendwie zu sammeln, ist eine große Herausforderung. Und ich wollte noch etwas erwähnen, was ja stark ausgearbeitet worden ist, die Risikoanalyse. Das wurde sehr stark gemacht. Sehr viele Organisationen haben das getan. Gut, es gibt die Risikoanalyse und wir haben dort neue Methoden entwickelt, das zu tun. Und wir versuchen vor allem die Bedrohung zu analysieren. Dann das Risiko analysiert man, dann konzentriert man sich auf diese Person, also das Individuum, das da Menschenrechtsverteidigerin ist. Verteidiger ist, kann auch eine ganze Gemeinschaft sein, aber diese ganze Verantwortlichkeit für das, was dir da passiert, die Verantwortlichkeit, die trägst dann du selbst. Wenn man die Art der Bedrohung analysiert, dann bemerkt man, dass die Bedrohung, befindet sich außerhalb von dir. Also da gibt es dann Dinge, es wird dann als Angriffshebel genommen gegen dich. Und sehr viele Kommunikationstätigkeiten sind erforderlich, dass es hier auch so viele Veranschaulichungen gibt, dass gesagt wird, wie kommuniziert wird. Also es gibt die Kommunikationsmittel traditioneller Art, aber auch diese alternativen Kommunikationsmittel. Wie wird darüber berichtet, was mit den Verteidigerinnen und Verteidigern passiert? Also das wollte ich nochmal hervorheben, aber ich wollte jetzt auch nicht hier zu lange das Wort für mich beanspruchen. Jede von euch viel, viel mehr reden. Ich denke, das ist so wichtig, dieser Austausch, der jetzt auch wenn er jetzt reduziert stattfindet, weil wir limitierte Zeit haben, aber dieser Austausch auch unter den verschiedenen Aktivistinnen und da auch so zu hören, wie welche Formen von Analysen jede Gruppe auch für sich betreibt, was ich meine, ja, wie jeweils diese Kriminalisierung auch zustande kommen kann. Ich würde jetzt gerne nochmal zuerst Edwin nochmal ganz kurz eine Frage stellen. Also dir, Annabella, nochmals vielen Dank. Edwin, von deiner Geschichte wäre es, glaube ich, sehr schön, wenn du uns allen auch nochmal kurz erzählen könntest,
was eigentlich das bewirkt hat an internationaler Solidarität auch und an Unterstützung in der Zeit, in der du im Hochsicherheitsgefängnis warst, dass du letztendlich, was letztendlich dazu geführt hat, dass du jetzt erstmal frei, also raus konntest, jetzt draußen auf den Prozess warten musst, aber erstmal aus dieser Hölle wieder draußen bist. Was waren die dafür die entscheidenden Momente, die wichtig wären für uns alle zu wissen, weil darum geht es ja. Wie kann eine Unterstützung aussehen, die auch zum Erfolg führt? Por supuesto que sí, Natürlich, internationale Solidarität. Das war natürlich grundlegend für uns, für unser Überleben. Im Gefängnis natürlich erst einmal. Und zwar dann auch wieder wichtig im Prozess der Rechtsbearbeitung sozusagen, damit man uns überhaupt erstmal das Rechtsverfahren genehmigt. Als wir im Gefängnis eingesperrt waren, gab es viele internationale Delegationen, die nach Honduras gekommen sind. Da gab es Vertretungen aus Kanada, aus den USA, aus Europa. Und es war ganz wichtig, dass diese Delegationen da waren, denn wir befanden uns in einer durchaus sehr schwierigen Situation. Wir hatten überhaupt keinen Zugang zu Medikamenten, zur medizinischen Versorgung. Und es gab in dieser Zeit einen großen Tuberkuloseausbruch. Wir hatten sehr viele Tuberkulosefälle im Gefängnis und da gab es immer mehr Ansteckungen. Und wir mussten uns da natürlich auch so ein wenig isolieren, damit wir das Ansteckungsrisiko so gering wie möglich halten könnten. Denn wir wussten, dass das durchaus den Unterschied von Leben und Tod ausmachen kann. Aber in diesen Zeiten haben wir durchaus Besuche erhalten, Besuche von der internationalen Gemeinschaft, die ihre Solidarität mit uns bekundet haben. Und das hat uns wirklich viel gegeben. Denn durch diese internationale Unterstützung haben wir die entsprechende medizinische Versorgung bekommen. Wir haben Medikamente bekommen und wir konnten das damals kaum glauben. Wir waren unheimlich dankbar. Es war uns gar nicht so klar, wie wichtig diese internationale Unterstützung war. Denn die landeseigenen Organisationen, auch unsere Rechtsanwälte, die konnten da tatsächlich nichts für uns unternehmen. Die hatten keinen Zugang. Wir hatten keinen Zugang zur Strafanstalt. Sie durften uns nicht sehen. Wir konnten nicht mit ihnen reden. Wir wussten nicht, wie das Verfahren läuft. Wir waren ständigen Bedrohungen ausgesetzt im Gefängnis. Zudem noch krank, ohne dass wir eben Zugang zum Wasser hatten. Und es war wirklich eine schwierige Zeit. Aber dort hat man die internationale Solidarität spüren können. Und das hat wirklich viel ausgemacht für uns. Einfach damit wir tatsächlich buchstäblich überleben konnten. Und diese Unterstützung ist für uns weiterhin da im Bereich des Verfahrensrechts. Wir haben jetzt Ersatzmaßnahmen, so eine Art Bewährung, und sind dann im September wieder im nächsten Verfahren anhängig. Wir sind also noch nicht vollständig frei. Es gibt immer noch einschränkende Maßnahmen, die uns auferlegt wurden. Wir müssen einmal in der Woche vor Gericht treten und dort unterzeichnen. Wir dürfen das Land nicht verlassen. Wir dürfen nicht an Mobilisationen teilnehmen, an Protestaktionen teilnehmen. Das sind also eine ganze Reihe von Einschränkungen. Aber das ist klar, dass wir da wirklich sehr, sehr dankbar sind für diese Unterstützung. Und da gibt es noch Rommel, Alemar de Tio, die sich in der Psychiatrie befinden derzeit. Da gibt es einen Professor, der noch inhaftiert ist. Wir haben Mitstreiter aus Guapinol. Wir haben viele Studenten, die
auch verurteilt worden, viele andere Kollegen, die gefasst werden sollen. Und ganz eindeutig kann man sagen, dass die internationale Solidarität in diesem gesamten Zeitraum, in dem wir für unsere Rechte eingestanden sind, für unsere Menschenrechte eingestanden sind, für die Landrechte gekämpft haben, für die Verteidigung des Gemeinrechts, der Gemeinrechte und des Gemeinwohls. Hier in Honduras sind wir unheimlich dankbar für Ihre Unterstützung. Das ist wirklich eine wichtige Hilfe. Man fühlt sich dadurch auch sehr gut begleitet, um dann eben auch vielleicht die Freilassung der Kollegen aus Guapinol zu erreichen und dass die Studenten einen vernünftigen Prozess bekommen. Auch die Bauern und Bäuerinnen, die Menschenrechtsaktivisten, die Menschen, die sich für die Wasserrechte einsetzen, für die gemeinschaftlichen Rechte. Das ist wirklich eine ganz großartige Arbeit, die sie leisten. Und das ist uns wirklich in Honduras sehr, sehr wichtig. Denn die Behörden sehen das durchaus, dass es dort eine Unterstützung gibt. Und man hat zumindest das Gefühl, dass sie ein wenig respektieren, was geleistet wird. Uns respektiert man natürlich nicht und unsere Rechte nach wie vor auch bloß nicht. Aber und wir wissen, dass diese Kriminalisierung weiterhin vonstatten geht. Sie versuchen uns in unserem Kampf für die Verteidigung der Rechte aufzuhalten. Aber wir wissen, dass wir auf Ihre Unterstützung zählen können, auch auf die Aufmerksamkeit der internationalen Gemeinschaft. Und das ist für uns wirklich sehr, sehr wichtig. Vielen Dank, Edwin, für deine Teilnahme heute an diesem Abend und mit deinen Schilderungen zu der Situation, die du selber erlebt hast und generell auch in Honduras. Ich würde jetzt gerne noch eine letzte Frage an Eddie stellen. Die Zeit drängelt natürlich, wir sind schon weit über der Zeit. Deswegen nur noch mal ganz kurz, Eddie. Es ist vorhin auch schon mal erwähnt worden, diese UN-Arbeitsgruppe, die sich gebildet hat, nicht gebildet hat, sondern die gegen die willkürlichen Verhaftungen sich geäußert hat, auch in Honduras. Was macht man, wenn eine Regierung wie die honduranische solche Forderungen einfach, ich sage jetzt mal, Blatt in den Papierkorb schmeißt? Was kann man tun? Mira, es que realmente lo hemos intentado prácticamente todo con las herramientas que tenemos. Wir haben tatsächlich alle uns zur Verfügung stellenden Hilfsmittel genutzt oder versucht zu nutzen. Wir hatten heute mit dem nationalen Schutzsystem ein Zusammentreffen gehabt, wo die Staatsanwaltschaft dabei ist. Da ist das öffentliche Ministerium oder das Ministerium für öffentliche Angelegenheiten, auch die Polizei ist dort mit am Tisch und wir haben uns alle zusammengesetzt. Das ist so ein bisschen wie die letzte Instanz, um darum zu bitten, dass diese Resolution eingehalten wird. Denn die Resolution ist ganz eindeutig und ich denke, es ist wichtig, weiterhin Druck auszuüben. Die Solidarität ist unheimlich wichtig. Das macht wirklich einen riesen Unterschied, ob ein Fall durch Solidarität begleitet wird oder nicht. Aber es ist auch wichtig, diese Regierung unter Druck zu setzen. Die Resolution der Vereinten Nationen muss eingehalten werden. Was die Regierungen betrifft, ist es wirklich extrem wichtig, dass die ausländischen Regierungen zumindest in Frage stellen, und die Regierung in Honduras unter Druck setzen. Oh, jetzt haben wir ihn kurz verloren. Es gibt einfach keine andere Alternative. Handelt sich natürlich um einen politischen Fall. Unsere Kollegen sind unschuldig und deswegen müssen wir international Druck ausüben. Es ist eine politische Entscheidung, ganz eindeutig. Und wir müssen natürlich einfach versuchen, über Facebook, über Twitter, über Briefe, die geschrieben werden, über die Repräsentation in den Botschaften, die Vertreter, die in Honduras ansässig sind. Das ist unheimlich wichtig, aber
Viel wichtiger ist noch, dass die Regierungen aktiv werden und Honduras unter Druck setzen, denn es handelt sich um eine Kriminalisierung, es sind politische Gefangene und wir hoffen, dass wir sie bald wieder auf freiem Fuß wiedersehen werden. Vielen lieben Dank. Vielen Dank, Eddie. Es ist eine klare Ansage und ich denke, ich hoffe, ich wünsche, dass viele, vielleicht alle der heute Zuhörenden da auch nochmal aktiv werden, vielleicht eine kurze Botschaft schreiben an unsere politischen Verantwortlichen hier, dass sie da auch mit dem Auswärtigen Amt beziehungsweise mit der Botschaft in Honduras, der deutschen Botschaft in Honduras, da auch nochmal eine Stellungnahme machen. Und ja, ich meine, das wäre vielleicht ein kleiner Schritt, den wir jetzt hier machen können. Vielen Dank, Eddie, für deine Teilnahme heute Abend an dieser Veranstaltung. Und ich möchte jetzt nochmal einen letzten Schritt machen, vorletzten Schritt. Und zwar das Schöne an dieser Publikation ist, dass sie nicht nur in der Beschreibung stehen bleibt, in der Beschreibung von Kriminalisierung, sondern auch Möglichkeiten aufzeigt an Empfehlungen, was getan werden kann, was wir auch von hier aus machen können, was die NGOs machen können, was aber auch einzelne Personen machen können. Und da bitte ich jetzt Annette Finscheid von PBI, uns eine kurze Zusammenfassung zu schildern, was ihr da für Schlussfolgerungen gezogen habt und was ihr uns auf dem Weg mitgibt. Danke, Annette. Ja, danke schön, Erika. Also jetzt geht es auf Deutsch weiter. Ich wollte noch mal ganz, ganz kurz darauf zurückkommen, was Sonja vorhin gesagt hat. Und das fand ich so unglaublich wichtig, deswegen möchte ich das noch mal wiederholen. Sie sagte, man behandelt uns einfach wie gewöhnliche Kriminelle. Und das ist genau das Ziel unserer Publikation gewesen, nämlich den Zusammenhang zwischen der Kriminalisierung und der Arbeit von Menschenrechtsverteidigern und Verteidigerinnen aufzuzeigen. Also dass das nicht einfach so passiert und vor allen Dingen, dass es sich nicht um kriminelle Personen handelt. Das ist ganz wichtig für uns gewesen. Ein anderes wichtiges Thema ist auch die Straflosigkeit, die mehrmals genannt worden ist und die wir als PBI mithin als das größte Problem für die Sicherheit von Menschenrechtsverteidigern und Verteidigerinnen betrachten. Da wir bestrebt waren, eine möglichst große Bandbreite von Situationen aufzuzeigen, in denen Kriminalisierung passiert, also in verschiedenen Kontexten, in denen Menschenrechtsverteidigerinnen arbeiten, so ist natürlich auch unser Empfehlungskatalog etwas breiter ausgefallen. Wir haben uns auf sehr viele Quellen gestützt dabei, und zwar die Vereinten Nationen, die Interamerikanische Menschenrechtskommission, aber auch zentralamerikanische und internationale Nichtregierungsorganisationen. Klar, dass da unsere Publikation auf Deutsch ist, zunächst mal, richten sich die Empfehlungen vorrangig an deutsche Akteure. Wobei wir nicht nur die Bundespolitik ansprechen, zwar vorrangig, aber nicht nur, sondern auch andere Akteure, die durch ihr Handeln zur Kriminalisierung von Menschenrechtsverteidigerinnen beitragen können. Zum Beispiel Unternehmen. Auch das Thema ist ja schon mehrmals angesprochen worden. Die Empfehlung an die Bundespolitik könnte man in drei Kategorien unterteilen. Einerseits möchten wir erreichen, das ist auch gerade nochmal von Eddie sehr deutlich angesprochen worden, wir wollen erreichen, dass die Regierungen der zentralamerikanischen Länder dazu aufgefordert werden, die Kriminalisierung von Menschenrechtsverteidigerinnen zu unterlassen, unter anderem durch die Gewährleistung aller bürgerlichen Grundfreiheiten, wie zum Beispiel die Meinungsäußerungs- und die Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit. In Klammern gesagt, das ist im jetzigen Corona-Jahr natürlich ein bisschen schwierig, da ja auch hierzulande einige Freiheiten eingeschränkt worden sind. Und ein Thema, das vor allen Dingen in Zusammenhang mit Edwins Aussage wichtig ist, die strikte Einhaltung aller Regeln des fairen Prozesses. Das heißt, werden Menschenrechtsverteidigerinnen eines Vergehens bezichtigt, gilt zunächst unbedingt die Unschuldsvermutung. Auch das hat Sonja hervorgehoben. Sie haben das Recht auf Akteneinsicht und auf einen Rechtsbeistand und sie können nicht ohne triftigen Grund und auf unbegrenzte Zeit in Untersuchungshaft genommen und vor allen Dingen nicht Misshandlungen und unmenschlichen Haftbedingungen ausgesetzt werden. Das müssten unsere Regierung wie die Bundesregierung sehr klar machen. Außerdem behandeln die Empfehlungen die durch Gesetzgebung veranlassten Beschränkungen und Kontrolle von Menschenrechtsorganisationen, wie aktuell insbesondere die Situation in Nicaragua zeigt, aber auch in Guatemala. Und die Empfehlungen stehen auch im Zusammenhang mit der Unabhängigkeit der Justiz. Ein sehr schwieriges Thema.
Die zweite Kategorie von Empfehlungen hat damit zu tun, also auch an die Bundespolitik, was kann sie denn für kriminalisierte Menschenrechtsverteidigerinnen in konkreten Fällen tun, wie zum Beispiel durch Gefängnisbesuche, Prozessbeobachtung, Einladung an die Botschaft, öffentlich bekundete Anerkennung der Arbeit der Betroffenen und so weiter. Also durch Aktivitäten, die dem betreffenden Staat zeigen, dass die Kriminalisierung einer bestimmten Person nicht unbeobachtet stattfindet. Also ein bisschen plakativ gesagt, die Welt guckt zu. Auch das ist ja mehrmals gesagt worden, wie wichtig das ist. Um auf das Thema, das Eddie sehr prominent angesprochen hat, einzugehen, nämlich wir können nicht immer nur über die Konsequenzen sprechen, sondern müssen auch mal die Probleme an der Wurzel packen. Daran richten sich so ein bisschen die Empfehlungen der dritten Kategorie, was ich hier so ein bisschen aufzeige, nämlich was kann die Bundesregierung in der Ausübung ihrer eigenen Politik tun? Das heißt konkret, dass sie dem Schutz von Menschenrechtsverteidigerinnen höhere Priorität einräumt, als das bislang der Fall ist. Und zwar, und das ist ganz wichtig, in allen Politikbereichen, nicht nur in der Außenpolitik, dass sie zum Beispiel bei der Außenwirtschaftsförderung und in der Entwicklungszusammenarbeit menschenrechtliche Sorgfalt übt und dass sie Unternehmen über die Rolle von Menschenrechtsverteidigern und Verteidigerinnen und die Bedeutung ihrer Arbeit aufklärt. Im Zuge der Debatten zum Wirtschaft und Menschenrechte hierzulande wurde im Auswärtigen Amt ein Helpdesk eingerichtet. Das heißt, Unternehmen können sich dahin wenden. Meines Wissens wird aber dort über die Rolle von Menschenrechtsverteidigerinnen noch nicht aufgeklärt. Das wäre ein wichtiger Baustein. Unternehmen sollten gleicherweise das Tun von Menschenrechtsverteidigern und Verteidigerinnen stets respektieren, lokale Zivilgesellschaft in ihre Risikoabschätzung und der Einhaltung ihrer menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten einbinden, wobei das Recht auf Konsultation, insbesondere bei indigenen Völkern, berücksichtigt werden muss. Und sie sollten natürlich dafür Sorge tragen, dass sie auf keinen Fall willentlich oder unwillentlich an der Kriminalisierung von Menschenrechtsverteidigerinnen beteiligt sind. Wir haben auch Empfehlungen an zivilgesellschaftliche Organisationen entwickelt, die vorrangig dazu dienen sollen, das Bewusstsein über dieses Phänomen bei ihnen auch zu erhöhen, um die Unterstützung von kriminalisierten Menschenrechtsverteidigern und Verteidigerinnen zu verbessern. Zum Beispiel, indem man ihnen rechtliche, finanzielle, psychosoziale Hilfe zukommen lässt, möglicherweise einen gemeinsamen Notfonds einrichtet, dass man gemeinsame Aktionen und Kampagnen durchführt, lokalen Organisationen und Netzwerken dabei hilft, ihre Kapazitäten zur Dokumentation und Analyse von Kriminalisierung zu verbessern. Und wir haben auch eine Empfehlung zum kollektiven Schutz dabei dazugefügt, aber denken, dass dieses Thema noch mit diesem Thema sehr viel noch stark gearbeitet werden muss, auch hierzulande. Denn das meiste, was es an Schutzangeboten gibt, ist auf Individuen ausgerichtet. Aber viele unserer Fälle zeigen ja, inwieweit Kollektive von Kriminalisierung betroffen sind. Und da gibt es also noch viel Arbeit zu tun. Und hiermit mache ich mal Schluss. Vielen Dank. Ja, vielen, vielen Dank, Annette. Vielen Dank an alle. Wir haben jetzt die Zeit eigentlich durch. Wir sind jetzt über 2 Stunden unterwegs in dieser Veranstaltung. Wir haben wahnsinnig viel gehört, wichtige Sachen, ganz wichtige Schilderungen. Und ich habe jetzt gerade mitgekriegt von den Kollegen, die im Hintergrund die ganze Zeit mit den Fragen und Antworten beschäftigt waren, dass eigentlich auch so ziemlich alle Fragen beantwortet wurden, unter anderem auch mit Annabella zusammen. Von daher bin ich jetzt bei den Schlussworten. Ich möchte nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an die Herausgeberin dieser Publikation machen. Es ist toll, dass ihr daran gearbeitet habt. Es hat sich heute auch gezeigt, wie wichtig das ist, genau zu diesem Thema eine breite Öffentlichkeit zu schaffen und vor allen Dingen auch eine breite Unterstützung anzuschieben für die Betroffenen von Kriminalisierung, die betroffenen Aktivistinnen, Menschenrechtsaktivistinnen, die von Kriminalisierung betroffen sind. Annette, du hast jetzt gerade es ja auch nochmal super zusammengefasst, was ihr auch für Empfehlungen da herausgearbeitet habt. Ja,
Vielen Dank an euch alle, an die Teilnehmenden aus Zentralamerika. Schön, dass ihr uns das alles nochmal so plastisch auch geschildert habt. Ein ganz herzliches Dankeschön auch nochmal an die Übersetzerinnen. Ich nenne sie jetzt mal alle. Antonio Blatter, Conny Schmidt, Kerstin Krolak und Carsten Hinz. Danke, dass ihr diese 2 Stunden zum Teil sehr schnelle Sprache vermittelt habt in zwischen den Sprachen. Vielen Dank an Steffi Wassermann vom FDCL, die hier den ganzen technischen Support geleistet hat. Danke an Andrea Lammers vom Ökumenischen Büro, die die Frage- und Antwortgeschichte gemanagt hat und da auch die Antworten gleich mit rausgeschickt hat. Ja, und schön, dass so viele bis zum Schluss geblieben sind. Und ich hoffe, es hat das vorangetrieben, die Publikation auf breitere Füße zu stellen und daran weiterzuarbeiten. Einen schönen Abend allen Beteiligten weiterhin. Oder einen schönen Tag noch an unsere Teilnehmenden aus Mittelamerika. Tschüss.